Ambient, Active and Assisted Living. Manchmal wird es Ambient Assisted Living genannt, meistens ist es Active and Assisted Living. Wofür steht das Ganze? Ein umgebungsunterstütztes Leben. Wen soll es adressieren? Altersgerechte Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben, womit eine immer größer werdende Gruppe der Menschheit, nämlich die Alten, die Älteren, adressiert werden soll. Worum geht es? Es geht um den Einsatz von digitalen Technologien, von Anwendungen, von Services, Dienstleistungen und so weiter. Was will man damit erreichen? Dass möglichst unsichtbar im Hintergrund, aus dem Hintergrund heraus, das Leben der Betroffenen, der Betreffenden angenehm gestaltet wird. Und es gibt eine ganze Menge Methoden, Konzepte. Und was dann eben auch im Hauptvertrag angesprochen wird, ist eine Ausprägung, wie das derzeit im Raum Wien und in abgewandelter Form auch in anderen Regionen Österreichs implementiert wird, getestet wird. Ganz kurze Anmerkung noch. In den USA findet man diesen Begriff Active and Assisted Living nicht in der gleichen Form. Dort redet man von Independent Living, solange die Leute zu Hause sind. Oder es geht dann, das Assisted Living ist eigentlich immer damit verbunden, dass jemand schon im Heim ist, in einer Community, wo es um die Betreuung geht. Also da muss man mit den Begrifflichkeiten ein wenig aufpassen, in welchen, sage ich mal, geografischen Regionen, in welchem Kulturkreis man sich gerade bewegt. Warum das Ganze? Die gesellschaftliche Veränderung, dass die Alten, die Älteren immer mehr werden, das ist, glaube ich, mittlerweile überall bekannt, von Japan bis Österreich oder Austria bis Japan oder wie auch immer. Damit verbunden Pflegebedarf, ein ganz heftiges Thema, wir kennen das von der 24-Stunden-Hilfe und so weiter. Oder wenn es nicht nur um Pflege geht, auch um Unterstützung, beginnend mit kleinen unterstützenden Leistungen bis hin eben zu großen unterstützenden Maßnahmen. Auf der anderen Seite für die Familien, der Familienverbund ändert sich, die Lebensgewohnheiten ändern sich, die familiäre Betreuung. Früher, die Frau betreut die Mutter und die Großmutter und so weiter und so fort, das nimmt alles immer mehr ab. Auf der anderen Seite Fachkräfte im Pflegesektor, die gibt es auch nicht so in Hülle und Fülle, wie man sich das wünschen würde. Und dazu kommen dann auch noch individuelle Wünsche. Man möchte so lange wie möglich im eigenen bekannten Wohnfeld, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung bleiben. Ich greife dann noch zurück auf 2 Minuten 50 von der AHL. Das ist die österreichische Dachorganisation, wenn ich so sagen darf. Falls ich was Falsches sage, werde ich sicher sofort korrigiert. Die mit dem Video erklären, wofür AHL steht, welche Ziele man hat und so weiter. Eine Sekunde. Gehen wir auf YouTube. Was ist AHL? AAL, Active and Assisted Living, bietet intelligente Lösungen, die unser Leben bereichern. Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, wie man diese sinnvoll in den Alltag integrieren kann. Drei Themen spielen dabei eine besonders große Rolle. Eigenständigkeit erhalten und verbessern. Dazu zählen zum Beispiel Angebote zur Unterstützung in folgenden Lebensbereichen. Soziale Kontakte. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Ernährung, Gedächtnis, Haushaltsführung, Mobilität. Sicherheit vor allem im Hinblick auf körperliche Unversehrtheit. Beispiele für Lösungen in diesem Bereich sind Systeme, die automatisch den Herd oder auch die Wasserleitung abdrehen, wenn darauf vergessen wird. Türen, die sich nach Verlassen des Hauses selbst versperren. Sturzsensoren, die die Hilfekette aktivieren. Intelligente Lichtlösungen, die nachts zum Beispiel den Gang zur Toilette erleichtern und dadurch Stürze vermeiden. Oder auch der mobile Notruf mit automatischer Ortung. Gesundheit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Monitoring-Services können dabei wertvolle Dienste leisten. An Medikamente und Arzttermine erinnern, den Blutdruck aufzeichnen oder den Puls. Die mehr als
simulierte Kinos ermitteln. All diese Lösungen erleichtern mit intelligenter Technik den Alltag und nehmen uns dort, wo wir es wollen, in einem selbstbestimmten Ausmaß Aufgaben ab, was vor allem auch älteren Menschen zugutekommt, für einen selbstbestimmten Lebensstil und mehr Lebensqualität. Die Lösung macht das, was ich will, wann ich es will. Und die AAN Austria bringt alle Beteiligten rund um das Thema AAN interdisziplinär zusammen, vernetzt Wissenschaft, Forschung, Unternehmen und Sozialdienstleister und hilft so, die Innovationen voranzutreiben. AAL – Active and Assisted Living – Lösungen für mehr Lebensqualität im Alltag. Die Fachfrau und der Fachmann sitzen dann hier. So, noch zwei Folien von meiner Seite, bevor ich dann endgültig weitergebe. AAL ist europaweit organisiert, da laufen Programme, und zwar laufen die Programme schon seit fast einem Jahrzehnt, im Rahmen auch der EU-Förderungsprogramme und so weiter, jetzt auch wieder in Horizon 2020, hat also schon 2008 begonnen. Damals hieß es auch in Europa noch Ambient Assisted Living. Das Ambient, habe ich vielleicht vorne vergessen zu betonen, kommt davon, dass man die Umgebung auch noch mit einschließen möchte. Irgendwie die Betonung auf Umgebung, während das Assisted Living vielleicht eher Technologieansatz ist dazu. Aber egal. Gibt es also europäische Programme, und davon gibt es jetzt dann die ganzen Ableger, die staatlichen, regionalen Ableger in den ganzen EU-Staaten. Es gibt dann eben die AAL aus Österreich. Wenn man dann Österreich betrachtet, aber da kommen dann auch wiederum die Frau Saskurs, glaube ich, zurück. In Österreich ist es wiederum regional, bundeslandmäßig hauptsächlich organisiert. Und wenn man das noch weiter runterbricht, dann kommt man auf die vielen, vielen Teilnehmer, die da mitspielen, sei es private Unternehmen, staatliche Stellen, Vereine und, und. Also eine große Vielfalt und noch viel, viel mehr, was man gar nicht auf einer Folie unterbringt. Soweit mein Beitrag, was das hier betrifft. Dann gibt es das Thema, was gibt es denn sonst noch an Assistenten, die einen beim Leben unterstützen können, bis hin zu, na, der digitale Doktor, beginnt mit dem, was sich heute im Internet findet, oder die ganzen Roboterassistenzsysteme und so weiter, die es in der Medizintechnik gibt. Das meine ich aber gar nicht so sehr. Ich habe es zusammengefasst oder versucht zusammenzufassen unter dem Thema andere Ausprägungen von Assisted. Das ist eine Ausprägung. Der Roboter, der bei schweren, schwierigen Arbeiten unterstützt. Sei es das Exoskelett. Hier hebt halt ein Arbeiter eine Kiste, aber es könnte genauso gut, und das ist eine Idee, auch die Krankenschwester, der Krankenpfleger sein, der dann den Patienten trägt. Oder gleich der Roboter. Eine Ausprägung. Eine andere Ausprägung, drei verschiedene Modelle von Robotern, die einem zur Hand gehen mit unterschiedlichsten Dienstleistungen. Eine dritte Ausprägung, der Roboter als Animator. Am oberen Bild sieht man, da macht noch die Krankenschwester mit und der Roboter und zeigen verschiedene Übungen vor, und hinterher ist die betreffende Person nur mehr mit dem Roboter unterwegs. Was sind die Hintergründe dafür? Zeitliche Verfügbarkeit und, und. Menschliche Wesen, und ich komme dann gleich im nächsten Beispiel auch noch dazu, Tiere sind eben nur begrenzt verfügbar. Roboter, die schaffen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sofern sie nicht ein technisches Problem haben, gebe ich schon zu. Was gibt es da noch? Was findet man alles? Pepper, Buddy, Chibo. Der Pepper ist so mannsgroß oder halbmannsgroß, mich bitte nicht als Referenz zu nehmen. Buddy ist ein kleines lauffähiges Element. Chibo hat ungefähr das Format von einer Alexa, aber dazu macht er noch einen freundlichen Augenaufschlag, Gesichtsausdrücke und solche Dinge mehr. Mit diesen Schlagworten finden Sie bei Google jede Menge Treffer, um sich weiter zu informieren. Und last but not least gibt es da noch Paro. Vielleicht eines der bekanntesten Elemente, Objekte im Bereich dieser Assisted-Systeme. Das Therapeutical Seal, was macht das Ding? Das ist ein Kuscheltier. Und adressiert werden damit seit
mehr als 10 Jahren. Die Entwicklung begann schon in den 90ern in Japan, aber seit ca. 2004 weltweit eingesetzt. Demenzkranke. Man versucht damit, den Kommunikationskanal offener zu halten, um dann wiederum in einer Mensch-Mensch-Kommunikation näher an den Demenzkranken heranzukommen. Was kann das Ding? Der hat Sensoren eingebaut, je nachdem wie er behandelt wird, gestreichelt und so weiter, macht einen Augenaufschlag, er kann mit dem Schwanz wackeln, er kann mit den Flossen wackeln, er kann auch sprechen, zuhören. Also, und da ist wiederum das Thema, es gibt natürlich auch die Tierbetreuung. Kennt auch ein jeder, vom Hasen über die Katze bis zum Hund, der ins Spital oder wo auch immer hinkommt. Auch dort ist wieder Thema die Verfügbarkeit. Ein Tier kann nicht 24 Stunden, das kann es vielleicht 2-3 Stunden schaffen, aber dann braucht es eine Pause. Der Pavel, der schafft es. Und wenn Sie mal einen sehen mit einem Schnuller, dann wird er gerade geladen. Das ist der feine Unterschied zum Tier. So, und jetzt Walter. Ja, ich muss da hängen da hinten fest. So. Danke. Nicht für mich. Na, nochmal schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Julia Saskojus. Ich arbeite bei der Smart City Wien Agentur. Wien hat sich ja 2014 eine Smart City Rahmenstrategie sozusagen verschrieben oder verpflichtet. Die ist im Gemeinderat beschlossen worden, das heißt, da gilt es wirklich umzusetzen. Worum geht es? Es geht natürlich um Technologien, Innovationen, Digitales, aber worum es wirklich geht, ist der Mensch. Es ist der Mensch im Mittelpunkt. Ja, es geht um, es gibt das Thema Energie, es gibt das Thema Lebensqualität, Innovationen. Das Besondere ist, dass es darum geht, die Lebensqualität des Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die innovativen Ideen sozusagen als Mittel zum Zweck zu nehmen. Ich habe Ihnen, wenn Sie das interessiert, da hinten Smart City Wien Rahmenstrategie in Kurzfassung mitgebracht. Und ich habe Ihnen auch unsere schönen Walter-Prospekte mitgebracht. Genau. Also, was ist denn nun Walter? Wer oder was ist Walter? Walter ist ein Forschungsprojekt. Sie sehen das, es wird gefördert vom BMFIT und von der FFG. Das ist das Benefit-Programm IKT, im Wandel, IKT Demografie im Wandel. Also das hat der Herr Fischer schon gesagt, es geht um Demografie im Wandel. In Wien hat es einen Seniorenanteil von 60+ über 20% und der wächst immer weiter. Ja? Walter ist ein Konsortium, setzt sich zusammen aus allen, die wir sozusagen für die Kooperation brauchen. Das sind, also wir machen die Konsortialführung halt von der Smart City Wien. Wir haben die sozusagen die Sozialdienstleister dabei, das sind die Johanita, das ist der Herr Aumeier, den habe ich mitgebracht. Das sind die Wiener Sozialdienste und es ist der Fonds Soziales Wien. Wir haben die IKT-Unternehmen dabei, wir haben die Forschung dabei, also die TU und das AIT. Und wir haben Experten dabei, um auch die Nachnutzung zu garantieren. Das mal als kleine Einstimmung. So, was will Walter? Also es geht darum zu schauen, ob diese Unterstützung im Alltag durch Technologien die Lebensqualität von Senioren wirklich erhöhen kann. Was machen wir? Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir nehmen bestehende Technologien und fügen die zu einer integrierten Gesamtlösung zusammen. Das ist die Vorgabe vom Ministerium und das heißt, also es ist alles, was wir benutzen, gibt es schon und wir machen sozusagen ein Ganzes draus. Im Rahmen einer 18-monatigen Evaluierungsstudie geht es darum, wirklich zu schauen, ob Wirkungen erzielt werden können. Der Walter-Ansatz ist in erster Linie ein präventiver. Wir haben lang diskutiert, was wir für eine Altersgrenze nehmen. Wir sind letztendlich bei 60+ stehen geblieben, haben das nicht nach oben gedeckelt, weil das einfach sehr individuell ist. Also wir sind jetzt gerade in der finalen Rekrutierungsphase. Wir haben unglaublich fitte, Hochaltrige in den End-80ern dabei. Ja? Also man kann einfach nicht sagen, wir machen bei 80 Schluss, da bringen wir uns um die besten Leute im Projekt. Es geht darum, Angebote zu machen, damit die eigenen Fähigkeiten genutzt werden, also reaktiviert werden oder einfach auch ausgebaut werden. Es geht darum, die Leute zu motivieren. Ein bisschen salopp gesagt, es ist das Ziel, die Seniorinnen mithilfe der Technologie
aus der Bude zu kriegen, weil wir einfach aus vielen sozialwissenschaftlichen Studien wissen, dass je höher die Mobilität und je höher die soziale Integration ist, desto höher ist die Lebensqualität bei Senioren. Also es ging gerade wieder durch die Presse, dass die Alterseinsamkeit ein unglaubliches Thema ist. England hat die, oder Großbritannien hat die, die Einsamkeitsministerin. In Deutschland werden jetzt auch ähnliche Initiativen gestartet. Und in Österreich gibt es halt vom BMFIT gefördert diese sogenannten Testregionen, die es so zum Beispiel in Deutschland nicht gibt. Kurzer Überblick zu Walter. Wir haben im Dezember angefangen, sind sehr früh in die Einbindung der Nutzerinnen gegangen. Also wir haben gesagt, alles was wir machen, muss irgendwie mit den Senioren abgestimmt sein, damit wir die Zielgruppe richtig treffen. Das heißt, wir haben angefangen mit Fragen in kleinen Veranstaltungen, wie sollen wir sie anreden, wie soll das Material aussehen, mit dem wir sie ansprechen. Da kam als erstes zum Beispiel raus, dass keine Anglizismen verwendet werden sollen. Das war was ganz Wichtiges. Und sie haben gesagt, sie möchten immer die Möglichkeit haben, was auszuprobieren. Wir haben dann sogenannte Infocafés gemacht, schon seit Frühjahr 2017. Jetzt laufen gerade die letzten. Wir haben jetzt nochmal eine große Anfragewelle gehabt aufgrund von hoher Medienpräsenz. Und in diesen Infocafés wird das Projekt erklärt, also was ist ein Forschungsprojekt, was ist das Ziel dahinter, warum geht es nicht nur um das Tablet, sondern einfach um die Leute, weil das Tablet das Mittel zum Zweck ist. Genau, das läuft. Wir haben zur Veranschaulichung auch eine Musterwohnung, und zwar in der Johanniter-Residenz Schichtgründe. Da wird der Georg nachher noch was zu sagen. Wir haben Design-Workshops gemacht, um einfach von den Senioren zu erfahren, wie soll das aussehen, ja? Also die Tablet-Oberfläche, wie soll die aussehen, wie ist die ansprechend, wie groß müssen die Schriften sein, welche Farben sind angenehm und so weiter. Und wir waren natürlich in den anderen Testregionen dort und haben uns mit denen beraten, weil die einfach ähnliche Sachen machen. Wir sind jetzt da, wo der dicke Pfeil ist, das heißt, wir hatten heute die erste Auftaktveranstaltung, wo es dann wirklich darum geht, dass die Senioren sich festlegen. Das heißt, da wird nochmal alles erklärt, da werden kleine Tests gemacht, die Technologie wird nochmal vorgeführt, und wenn die dann mitmachen wollen, müssen sie eine sogenannte Einverständniserklärung unterschreiben, weil sie im Gegenzug von uns Geräte kriegen. Das heißt, damit ging es heute los. Dann läuft die Evaluierung für 8, die Testhaushalte werden dann ab März ausgestattet, dann läuft die Evaluierung. Dann kommt die Auswertung, und im Herbst 2019 haben wir ein großes Forum im Rathaus, wo wir hoffen, dass auch die teilnehmenden Seniorinnen als Botschafter praktisch der Technologie und des Projektes ihre Erfahrungen mit uns teilen. Genau. Zu den Infocafés habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Also wie Sie sehen können, haben wir die wirklich versucht, flächendeckend zu machen. Also wir haben versucht, die in... Ich weiß es eh. Der 9. und der 8. fehlen auch. Im 8. war ich beim Seniorenforum und habe das vorgestellt. Das kann ich noch bieten. Aber wir haben uns bemüht, das weit zu streuen. Ja? Und wir haben zu verschiedenen Tageszeiten das gemacht. Wir haben, wie gesagt, alles vorgeführt. Wir haben die Technologie mitgebracht. Ich muss mich entschuldigen, heute aufgrund der täglichen Veranstaltung zurzeit konnte ich die nicht holen. Also die letzte Veranstaltung hat um 4 geendet heute und das wäre ein bisschen viel hin und her gewesen. Morgen geht es direkt weiter. Was ich schon gesagt habe, was wir gelernt haben, Anglizismen sind ganz schlecht. Wir haben zum Beispiel auch nach den Rückmeldungen in dieser Fokusgruppe haben wir das Logo nochmal geändert, weil die gesagt haben, nee, das ist, also da war ein Wien-Wappen drin, und da haben sie gesagt, nee, das hat so viel politische Assoziation, das wollen sie auch nicht. Also wir haben da wirklich bemüht, sehr auf die Senioren zu hören und ihnen entgegenzukommen. Genau. Und wie ich gesagt habe, also wir haben uns echt bemüht, sozusagen das Feedback, soweit es geht, mit einzubeziehen und technisch umzusetzen. Wir sind mit den Testregionen im Austausch. Also es gibt eine bereits abgeschlossene, das ist Modular. Die erste war im Burgenland. Und derzeit laufen also in Innsbruck und Vorarlberg, Westaal, zentral in Salzburg. Dann läuft regional in Graz. In Kärnten hat einen Monat nach uns gestartet Smart Vitality. Und wir sind eben in Wien, Walter, Wiener AAL Testregion, also Walter. Und
genau. Wir waren auch zum Beispiel beim Johanniter Landesverband in Niedersachsen-Bremen, wo die auch sehr aktiv im Bereich der AAL-Forschung und Umsetzung arbeiten. Die haben, wie gesagt, nicht diese Organisation mit Testregionen, sondern die haben einfach viele Projekte laufen. Das war sehr interessant zu sehen. Und jetzt auch zum Beispiel im Bereich der Detailplanung für die Evaluierungsstudie haben wir immer wieder den Kontakt mit anderen Testregionen gesucht, aber auch mit Institutionen in der Stadt, die uns unterstützen. Wir haben zum Beispiel mit der Tanja Stamm von der Medizinuni haben wir kooperiert. Die hat uns gute Tipps gegeben. Es gibt auch einen Beirat in Walter. Und der Uli Weibel von der AAL hat sich jetzt auch des Themas angenommen und versucht, die Testregion jetzt auch mal ein bisschen ins Zentrum des Interesses zu rücken, einfach um das Thema publik zu machen. Und zwar auch in Kombination mit dem Thema Altern an sich. Also meine persönliche Meinung ist, dass wenn das Thema Altern weiterhin so stigmatisiert ist, wird AAL, also die Technologie, es immer schwer haben. Weil dann einfach immer kommt, naja, ich bin nicht alt, ich brauche das nicht. Ja? Also ich bin ja noch total fit. Daher auch unser präventiver Ansatz. Also wir wollen die Leute an die Technologie heranführen, solange es noch einfach geht, damit sie dann im Fall des Falles einfach keine Hemmschwelle mehr haben, damit es dann einfach leicht geht zu benutzen, was es gibt am Markt. Was wir jetzt viel hören ist, na, ich brauche das nicht, aber ich kenne eine, die Frau Fischer, ja, von Nummer 3, die braucht es. Ja. Und das ist so ein bisschen, man will nicht alt sein, ja, man will nicht an Defiziten ansetzen, sondern man möchte gefördert und gefordert werden, aber es soll ein gutes Gefühl sein. Genau, und damit kommen wir auch schon zum Walter-Ansatz. Kann ich noch eine Frage zu Ihrem Vortrag stellen? Unbedingt. Ja, Sie haben jetzt gerade was gesagt von der Dame oder Herr auf Stufe 3 oder sonst wo könnte was brauchen. Ja. Und Sie haben eine schöne Folie gezeigt über die Zeitachse, ja, was da so alles passiert im Laufe der Zeit. Und ich frage mich erstens, ab wann sind die Leute Seniorinnen, die Sie kontaktieren. Ja. Zweitens, wo kontaktieren Sie? Es sieht so aus, als würden die alle noch laufen können, ja, weil sie kommen zu Ihren Veranstaltungen, sonst würden Sie auch niemals eine Einverständniserklärung unterschreiben können. Genau. Es sei denn, Sie kommen zu den Leuten nach Hause, gehen Sie in Heime. Wie machen Sie denn das? Die Wiener Linien sehen Senioren ab 60 Jahren. Ja. Also unsere... 63, glaube ich. Ja. 63. Mittlerweile, also ich habe das Ding mit 60 gedreht. Also unsere Zielgruppe Senioren, also einfach Ende der Berufstätigkeit, haben wir gesagt. Ja? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich bin aufgrund von welchen Gründen auch immer berufsunfähig, ich bin aber noch keine 60, habe ich immer nur gesagt, na, ich kontrolliere keine Pässe. Ja? Es geht einfach darum, dass jemand kommt und Interesse hat und Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Ja? Darum geht's. Das Zweite war, wie kontaktieren wir die Leute? Wir hatten, da habe ich... Die hätten jetzt den Technologieteil gehabt und da noch ich würde da noch mal kommen, ich nehme es kurz, wir haben eine relativ große Medienpräsenz gehabt. Wir haben bereits in der Konzeption des Projektes gesagt, wir wollen eine große Medienpräsenz haben, wir wollen Unterstützung von den Medien haben, haben bei den, beim Fonds Soziales Wien, bei den Johannitern und bei den Wiener Sozialdiensten nachgefragt, was sind denn so die Hauptmedien, die Senioren konsumieren? Und da hieß es Bezirkszeitung, Bezirksblatt, Stadtfernsehen, Radio. Ja, Punkt. Genau. Das heißt, genau auf die Medien sind wir gegangen. Wir haben eine Kooperation mit dem Bezirksblatt, mit der Bezirkszeitung. Wir waren zweimal auf Ö1. Wir hatten einen Beitrag in der Krone. Da war das Büro lahmgelegt für 3 Tage. Ja, wir haben nur noch Anrufe bekommen. Wir waren in der Presse, wir waren im Standard, wir waren in Wien.at. Digital und Print, also das sind einfach so die Sachen gewesen, also gerade dieses Wien.at, sowohl die Seite als auch dieses Printing, dass das sehr stark frequentiert wird. Und wir waren auch in diesen Magazinen der Stadt Wien, im Forschen und Entdecken, in Leben und Freude und in dem Magazin, was in den Kaffspitälern aufliegt. Also eigentlich ein tolles Spektrum. Trotzdem ist es mir gelungen, bis heute an Ihrem Ball vorbeizugehen und ich bin 67 und ich bin froh, dass die Digital Society sich des Themas angenommen hat. Wir waren auch bei den Digital Days, ja, da hat uns der Herr Fischer gesehen. Ja. Jetzt, also ich meine, ich möchte ja nicht sagen, aber dann weiß ich nicht, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht Radio hören und nicht lesen? Gelegentlich hierher kommen. Das ist schön, ich freue mich, dass Sie da sind, da vorne liegt ein Flyer, ich bin sonst auch gern noch da oder wir sind noch da.
Ich find's total schade, ja, weil wir haben Flyer an alle Apotheken in Wien geschickt. Also jede Apotheke in Wien hat 30 von diesen Flyern bekommen. Das heißt, da wären wir auch noch gewesen. Also ich fand, wir waren... Das Kaffeehaus hat gefüllt, Georg, ja? Ah, das Kaffee. Na, auch da, also wir haben ja als Partner auch Frag nebenan dabei und ich war zum Beispiel in der Seniorenmesse Margareten war ich, ich war auf der Währinger Seniorenmesse, also ich war ziemlich viel unterwegs, meine Kollegen natürlich auch und ich bin dann von einer Seniorengruppe auf Frag nebenan, auch ein Partner bei uns, kommt gleich, angesprochen worden, hat eine Dame gesagt, ja, ich habe eine Seniorengruppe, wir sind ganz viele, können Sie nicht mal zu einem Treffen kommen und dann bin ich ins Kaffeehaus gegangen zu deren Treffen, also da war ich auch, vielleicht im Falschen. Ja, das ist möglich. Also wir haben uns große Mühe gegeben, es tut uns leid, wenn Sie uns durchs Netz gegangen sind. Es hat ja funktioniert, aber ich muss noch erwähnen, das Ganze vielleicht nicht so beachten, aber für jüngere Senioren ist Facebook auch noch eine Informationsquelle. Auf Facebook waren wir auch, haben auch getwittert. Ach, toll, wie haben Sie das geschafft? Naja, ich habe ein gutes Team, ich mache das nicht alleine. Nein, also auch die Johannite haben zum Beispiel einen Aufruf auf Facebook gestartet. Also mehr ging einfach nicht. Also eine Anmerkung dazu, mein Thema mit der Öffentlichkeitsarbeit werden Sie wahrscheinlich eh nicht fertig mit dem Thema. Also da ist wahrscheinlich noch ganz klar. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass trotzdem, aber wenn es über Print oder über Hörfunk, also über klassische Medien geht, dass trotzdem nur sehr große Hemmschwellen da sind, selber auch. Es wäre jetzt nur eine These von mir. Eben weil es für viele Menschen schon noch ein großer Schritt ist, sich mit digitalen Medien zu vernetzen, im Sinne von, ich lasse mich da irgendwie jetzt beim Steuern, oder das ist da schon noch. Also wir haben total viel. Ja, also was ich noch, also zum Beispiel, es gibt ja in Wien die Kontaktbesucherin, die Senioren zu Hause besuchen. Die haben wir zum Beispiel auch informiert und geschult. Und jetzt ist auf uns zugekommen das Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser, die uns jetzt gerade noch anfragen für Termine. Das heißt, da sind wir jetzt mal auch in diesem, also ein bisschen organisierteren Bereich. Zu den Befürchtungen, ja, teilweise. Also es waren dann schon in den Infocafés auch hauptsächlich Damen, weniger Herren, schade, dabei, die gesagt haben, ja, aber das kommt für mich nicht in Frage und das will ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist auch okay, Sie müssen das ja nicht tun, wenn Sie neugierig sind, dann machen Sie es halt und sonst lassen es halt den anderen ihren Spaß. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man irgendjemand zwingt, was auszuprobieren, wenn er keine Lust drauf hat. Der verdirbt nur allen anderen den Spaß. Ja. Aber ich war wirklich positiv überrascht über das große Interesse. Brauchst du die? Nimm die. Solange ich die Brille auf habe, sehe ich besser. Wenn Sie Veranstaltungen haben und Sie sind auf Facebook präsent, wenn Sie eine Seite haben, dann könnten Sie die Veranstaltungen öffentlich für alle bewerben. Mit Zielgruppe ab, weiß ich, 63, da war immer voll. Dann wird es wahrscheinlich auch durch meine Timeline geistern. Also wir machen das tatsächlich und verweisen auf die Walter Internetseite und da stehen auf der Startseite die Infocafé-Termine. Seltsam, dass mich keine einzige Einladung. Ja, das finde ich jetzt auch blöd. Da müssen wir noch mal sprechen. Seltsam, ja. Ja. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Mein Part ist heute, dass ich Ihnen ein bisschen erzähle, was wir an Systemen verwenden, wie wir sie verwenden und was der Hintergrund dafür ist, warum wir sie verwenden. Und wie wir versuchen, sie nicht zu verwenden und was Billigeres zu finden. Wir haben unser Projekt aufgeteilt in mehrere Servicepakete. Das eine ist, also es orientiert sich anhand der Grundbedürfnisse, die die Leute haben und die wir für uns als managebar identifiziert haben. Dabei handelt es sich um die Kommunikation, ganz wichtig um die Sicherheit und um die Gesundheit. Das alles umfasst zusammen die Mobilität ebenso. Das heißt, wir versuchen auch die Leute damit insgesamt, wenn auch ein bisschen indirekt, wieder mobiler zu machen. Mobiler heißt mobiler in der Gesellschaft. Sozial mehr vernetzt, mehr unterwegs natürlich auch, aber vor allem dieser Inklusionsgedanke, um die Leute nicht aus der Gesellschaft zu verlieren, das ist uns ganz ein wichtiger Punkt. Das Ganze fokussiert um eine Tablet-Anwendung. Das heißt, wir haben als Standard-Interface ein haptisches Interface gewählt, das heißt das Tablet, da drückt man drauf, da wischt man rum.
Man könnte jetzt glauben, das ist für manche Senioren, die mit sowas noch nie was zu tun gehabt haben, schwierig, aber wenn man es ihnen erklärt, es ist nichts anderes als die Wählscheibe früher beim Telefon, nur jetzt wischt man halt statt einmal im Kreis, wischt man umme oder danne oder weg oder vierer zurück, wurscht, ja? Dann ist es dasselbe Prinzip, das kennen Sie. Da war der Umstieg zum Tastentelefon schwieriger wahrscheinlich. Ja? Und wenn man diese Brücken schlägt, weil Technologie ist ja nie was ganz was Neues, sondern nur eine neue Krücke, wenn man mehr hardshot wird, und das ist einfach das Voranschreiten, die Evolution von Technik. Wenn man es ihnen erklärt anhand dessen, was es einmal war, verstehen sie es. Dann ist es auf einmal relativ einfach. Und mit dem versuchen wir zu arbeiten, die Leute da reinzubringen. So können wir ihnen die Technologie von einem Tablet näher bringen. Das ist kein mystischer Bilderrahmen, wo sich seltsame Dinge drauf tun, sondern da wische ich mit dem Finger drauf, wie früher in der Schule auf der Tafel, auf der Schiefertafel. Diese Analogien funktionieren und nichts anderes ist es. Wir haben hier das Interface dargestellt, so wie es ausschaut. Wir haben den Homing-Screen, wenn die Leute zum ersten Mal auf das System wieder zurückkommen, nachdem sie es einschalten. Und wir haben dann auf dem zweiten Screen, links für Sie, die einzelnen Module aufgeschlüsselt. Da gibt es immer wieder das Aktuelle, wo gerade die Breaking News sozusagen stattfinden. Wir haben den Gesundheitsbereich, wo unsere ganzen verschiedenen Komponenten zusammengewürfelt sind. Die Kommunikation, Mobilität und Sonstiges, wo wir zum Beispiel kommerzielle Dienstleistungen jetzt drinnen haben, was aus einer gewissen Unbedarftheit im Moment, weil wir noch nicht gewusst haben, was als eine kommt, Sonstiges genannt wurde. Das kennt man eh. Das ist die Schublade ganz unten. Also hier ein sehr natürlicher Ansatz, mit Dingen umzugehen. Es ist ein wachsendes System, ein dynamisches System und darum gibt es Sonstiges. Beim Servicepaket Kommunikation ging es uns darum, die Senioren an den aktuellen Kommunikationsmedien, die jetzt gerade aufentstehen, teilhaben zu lassen. Und was ist da ganz vorne mit dabei? Kleine Nachrichten verschicken. Ja? Dass man jetzt eine Textnachricht verschickt, statt dass man mal kurz anruft. Da geht es um Videotelefonie, dass ich die Leute sehe, mit denen ich telefoniere. Das heißt, ich habe nicht nur das Akustische, sondern auch das Visuelle. Für manche ist das gar nicht so super, muss man auch dazu sagen. Weil die sehen von Haus aus nicht mehr gut und jetzt sollen sie Videotelefonie machen. Es ist nicht immer alles für jeden was. Genauso gibt es aber zum Beispiel bei den Nachrichten senden und verwalten die Möglichkeit, auf jedem Handy sich das vorlesen zu lassen. Und es geht auch am Tablet. Das ist eine Funktion, die generisch in diesem Tablet drinnen ist. Das kann ich einfach machen. Das haben wir nicht ausgeschaltet. Ja? Wenn wir den Leuten zeigen, wie es geht, können sie es anwenden. Dann liest es die Nachrichten vor. Genauso wie im Auto. Wenn ich eine Nachricht bekomme, eine SMS, liest es mal vor. Wir haben eine Fotocloud, einen Fotospeicher gemacht. Eins der interessantesten Dinge für Leute, die in ihrer Vergangenheit schwelgen wollen, ist, Fotos anzuschauen. Das ist eine ganz tolle Beschäftigung, viele Leute mögen das sehr, gerade im Alter so 75 plus, sagen wir mal, da haben wir die Erfahrung, dass diese Leute sehr gerne mit sowas arbeiten. Mit diesem Fotocloud-Service, das ist jetzt auch nichts Spektakuläres, das hat, wenn Sie ein Handy haben und irgendeine Dropbox drauf haben oder OneDrive oder sonstiges, dann macht es das eh schon automatisch, da können Sie nicht einmal was dagegen tun. Da verkaufen wir es als Service. Das ist, also der Service, der da dahinter steckt, ist, dass es hier vollkommen freiwillig ist und nicht automatisch gepusht wird. Das heißt, wir haben hier die eigene Cloud für die Senioren, wo die Fotos draufkommen. Das ist dieser. Fotos für ihn privat oder wird es in einer Community geteilt? Das ist für ihn privat und wenn, oder für ihn und sie privat. Und wenn diese Person es möchte. Also beim Gender nochmal drum. Wenn diese Person es dann möchte, kann sie es für andere freigeben. Zum Beispiel für die Familie. Also die Möglichkeit besteht sehr wohl. Dann haben wir Veranstaltungskalender, weil wenn wir über die soziale Inklusion reden, müssen wir die Leute auch dazu bringen, in die Gemeinschaft hineinzugehen. Dafür gibt es Veranstaltungskalender. Es gibt dann nachher noch einen Terminkalender. Der Unterschied ist, der Veranstaltungskalender wird fremd befüllt, der Terminkalender wird selbst befüllt. Nur, dass wir diese Differenz dann auch dabei haben, weil sonst ist es ein bisschen verwirrend, warum da beides drinnen ist. Wir haben einen Aktivitätsmotivator drinnen, der versucht, die Leute ein bisschen dazu zu bringen, dass mehr rausgehen. Das ist ein Kommunikationsinstrument, funktioniert ähnlich wie ein Chatbot.
Also auch hier wieder etwas, womit wir versuchen, die Leute dazu zu bringen, sich zu aktivieren. Ein weiterer Punkt ist das Nachbarschaftsnetzwerk, Frag nebenan, das wir dabei haben. Kennt das jemand von Ihnen schon? Ja? Ein paar? Sehr gut. Sehr gut. Also die Idee ist es, dort eine virtuelle Nachbarschaft aufzubauen, damit Leute sich gegenseitig helfen können. Eine super Idee. Aus dem Kreis der Senioren. Zum Beispiel aus dem Kreis der Senioren, ja. Also Frag nebenan ist komplett offen. Es gibt aber eine eigene Seniorengruppe drinnen zum Beispiel. Und diese Firma unterstützt uns, dass wir dieses System hier auch nutzen können und sich die Leute unserer Testregion miteinander vernetzen können, aber natürlich auch nach außen. Weil wir wollen hier kein Walter-Ghetto bauen. Ja? Also diese Offenheit gegenüber anderen ist ganz wichtig. Also was noch wichtig ist, dieses Fragen nebenan funktioniert in einem Radius um den Wohnort. Also 750 Meter Radius. Das ersetzt dieses typische schwarze Brett, was es früher gab, ja, die es ja zunehmend nicht mehr gibt. Auch jetzt in den Supermärkten werden die ja zunehmend abgeschafft. Ja. Zum Beispiel Spar stellt gerade um, in den neuen Filialen gibt es keine schwarzen Bretter mehr, haben wir festgestellt. Ja. Wenn man zu einer Veranstaltung hin möchte, wäre es gut, wenn man weiß, wie. Darum gibt es einen Routenplaner dabei. Ist jetzt auch nicht das Nonplusultra-Ding, aber es kehrt dazu. Einfach um diesen holistischen Ansatz dabei zu haben. Dann natürlich tagesaktuelles Geschehen. Man braucht immer ein Thema, wo man plaudern kann. Zumindest das Wetter muss dabei sein und ein bisschen Politik. Drum News und Zeitungen müssen mit RSS-Feeds eingebunden sein. Das heißt, wir kommen auf die Zeitungen, Kurier, Standard, Presse, alle, die RSS-Feeds bieten, können wir integrieren. Und die nutzende Person kann sich aussuchen, was sie dann haben möchte. Und dann der persönliche Terminkalender, um sich selber auch zu strukturieren. Das ist unser Kommunikationspaket. Das ist schon ziemlich umfassend. Wenn man das einer Person hingibt, die muss einmal damit zurechtkommen. Wir hauen gleich mit noch was drauf. Wir sehen hier dann nur kurz die Ausprägungen, wenn Sie die auch noch kurz sehen wollen, also vom Interface her viel für die News. Ja. Da die Videotelefonie ist nichts anderes, als Sie bei jeder Webcam dabei haben. Ja. Wir versuchen, Bestehendes zu nutzen. Wir wollen nicht alles neu entwickeln, das wäre völlig schwachsinnig, sondern wir integrieren. Hier ein Bild von der Fotocloud. Wenn Sie sich das anschauen, das ist so ähnlich wie die QNAP zum Beispiel, was die standardmäßig anbieten, nicht für anders. Open Source Programm geht schon. Natürlich bei der ja? Fotocloud, welche Cloud ist das dann, wo die Fotos dann lagern? Ist das ein extra Space, den die Stadt Wien anbietet, also eine private Cloud? Ist das die German Cloud? Nein, das ist die Walter Projekt Cloud. Das läuft auf einem eigenen Server. Okay. Ja. Also es ist auch das Ziel, dass das dann nicht bei der Stadt Wien liegt, sondern dass das von dem Betreiber dieses Gesamtsystems, in dem Fall das Walter-Konsortium, dort liegt. Weil wir sind auch dafür verantwortlich, wenn jemand sagt, er möchte, dass das gelöscht wird, dass das hundertprozentig funktioniert. Ja? Ich wollte noch fragen, ob Sie ein paar Worte zur technischen Realisierung auch verlieren werden, weil mir stellt sich also gerade das Letzte, was Sie noch gebracht haben, nämlich das Kommunikationspaket, so dar, dass da also zwei Drittel bis drei Viertel schon außerhalb von Walter existieren und die sind alle drinnen noch einmal. Und das, wenn Sie gesagt haben, Sie integrieren die Services und Sie entwickeln sie nicht neu, wie tun Sie das? Das würde mich dann interessieren, kann aber am Ende auch sein. Ansatzmäßig von der Systemarchitektur kann ich es etwa im Überblick wiedergeben, im Detail nicht. Ja. Aber vielleicht hilft das dann. Okay. Gut, also Terminkalender, jeder kennt einen Terminkalender. Und hier fragen nebenan, das Nachbarschaftsnetzwerk, gibt es mit eigener Website, direkt zugänglich, alles da. Ja? Gut. Ganz wichtig, eines der Grundbedürfnisse unserer, sagen wir mal, Kunden, unserer Teilnehmer, ist die Sicherheit. Die Hauptangst, die Leute haben, ist, dass sie zu Hause umfallen, dass irgendwas passiert und keiner kommt und hilft ihnen. Das ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema und hier gibt es bereits am Markt verfügbare Technologien, die teilweise Abhilfe schaffen. Die haben wir auch eingebunden und neue Technologien hinzugefügt. Das eine ist die Alarmfunktion, das ist das ganz klassische Hausnotrufgerät, das Sie vielleicht alle kennen. Das ist jedem wahrscheinlich schon irgendwann untergekommen. Das ist dieses Armband mit dem dicken roten Knopf drauf, das mit einer Basisstation, das am Festnetz oder mittlerweile am GSM dranhängt. Das heißt, man kann es mobil irgendwo hinstellen in der Wohnung, braucht nicht mehr immer den Dreiviertelanschluss oder was weiß ich was.
Das heißt, dieses Ding gibt es seit über mittlerweile 25 Jahren, war früher Hightech, mittlerweile, ja, wenn man es aufmacht, ist es sehr enttäuschend, es ist nur eine ganz kleine Platine drin und so ein Drumgehäuse drumherum, aber es funktioniert, es ist deppensicher und es geht nichts schief. Das ist eingebunden in eine 24/7 erreichbare Leitstelle, in dem Fall in unsere Leitstelle bei den Johannitern, und dort sitzt geschultes Rettungspersonal und wenn was ist, können die helfen. Die können entweder per Telefon eine Anleitung geben, was sie machen sollen, oder sie schicken ein Rettungsfahrzeug und die Person wird gerettet. Je nachdem, was notwendig ist. Das heißt, hier haben wir die Basissicherheit komplett gegeben mit einem funktionierenden System, das eingebunden ist in das Gesamtsystem. Jetzt wollen die Leute aber nicht nur zu Hause sein, sondern sie wollen auch unterwegs sein. Darum brauchen wir einen mobilen Notruf. Dafür haben wir uns mit einem der Projektpartner darauf geeinigt, die von denen entwickelte Uhr von der Firma iLOX zu verwenden. Ist eine, fast eine Smartwatch, also eigentlich es würde eine Smartwatch durchgehen, mit sehr guter Verbindungsmöglichkeit, also sehr gute Erreichbarkeit der Chip ist, ne, Sie kennen es eh, kommt am Chip drauf an, den ich drin habe im Handy, ob ich jetzt gut einen Empfang habe oder nicht, oder wie die Antenne gelegt ist im Gehäuse, dass nicht irgendein anderer Bauteil Teile davon funktioniert. Die haben das sehr clever gemacht, gute Erreichbarkeit im Vergleich zu anderen Produkten, können wir nutzen, bieten uns den mobilen Notruf. Damit sind wir unabhängig von der Basisstation und die Person hat diese Sicherheit auch außerhalb der Wohnung. Und dann haben wir für spezielle Fälle, weil es gibt ja Leute, die das Armband nicht immer tragen oder die Uhr nicht immer mit haben, wäre es doch super, wenn es eine Sturzerkennung gibt, wo man das nicht braucht. Auch das gibt es. Das haben wir von der Firma Cogwiz, das heißt Fearless, das System. Ich zeige es dann eh gleich noch auf den Bildern. Heute brauche ich mich Gott sei Dank nicht hinfallen lassen. Und haben hier die Möglichkeit, über einen Infrarotsensor die Wohnung auszuleuchten. Und hier geht es dann über Infrarotsensor und Tiefensensor, können wir die Lage eines Körpers, eines belebten Körpers im Vergleich zu den nicht belebten Dingen in der Umgebung feststellen und identifizieren, liegt da eine Person am Boden oder ist nur irgendwas umgefallen. Und daraus kann dann eine Sturzerkennung entstehen, die bei uns wieder in der Leitstelle aufgeht. Derzeit funktioniert es über eine SMS-Alarmierung und eine E-Mail-Alarmierung an eine vordefinierte Nummer und Adresse, eh klar. Dann gibt es noch die Präsenzerkennung und Alarmfunktion. Hier ist jetzt ein Beispiel von der Firma QGate. Wir sind gerade am Experimentieren, dass wir hier auch andere Lösungen finden. Und da geht es darum, die Tagesstruktur einer Person zu identifizieren und hier die Sicherheit zu geben, vor allem im Bereich der Demenzprävention bzw. des Demenzschutzes, zu sehen, ob sich der Tagesverlauf ändern kann. Weil wir wissen, dass bei einer Person mit Demenz die Tagesstruktur komplett zerschossen ist. Wo sonst jeder eine gewisse Uhrzeit hat, also mit einer Varianz, wo er aufsteht, dann macht er sich das Frühstück, dann macht er sich frisch, dann holt er sich die Zeitung rein, dann geht er, was weiß ich, einkaufen oder sonst irgendwas, da hat jeder seinen Tagesablauf über die Woche durch mit einer gewissen Varianz. Das heißt, der Tag ist strukturiert. Bei einer Person mit Demenz ist das nicht mehr so. Die stehen um 3 in der Früh auf, essen quasi zum Mittag, legen sich wieder hin, stehen um 10 wieder auf, machen irgendwas, gehen spazieren, mitten in der Nacht wieder oder was weiß ich was. Es ist keine Struktur mehr im Tag drinnen. Mit dieser Präsenzerkennung erkenne ich, ist die Person in einem Raum, wohin bewegt sie sich, und mit diesen Stromteilen, wo ich feststellen kann, welche Geräte angesteckt werden und eingeschaltet werden, erkenne ich, macht sie sich einen Kaffee oder nicht. Und so erkenne ich die klassischen Muster, die jeder in den Aktivitäten des täglichen Lebens, da gibt es eigens vordefinierte, die kann ich mit diesen Geräten monitieren und da sehe ich die Tagesstruktur. Und uns interessiert aber nicht, was macht er im Detail, weil das ist uns wieder völlig wurscht. Ob der sich jetzt die Zähne putzt oder nicht, er hat eh die dritten, dann kriegt er halt die vierten. Ja? Wurscht. Aber das Delta interessiert mich, die Veränderung. Und geht es zu einer Destrukturierung des Tages oder bleibt es in einer strukturierten Form? Das ist die wichtige Information für mich. Das ist auch wichtig Richtung Datenschutz. Das Delta interessiert mich, nicht die Details. Ändert sich die Varianz? Das ist für mich das Spannende. Und daraus kann ich dann für die Pflege zum Beispiel Implikationen ableiten. Und ich kann viel früher intervenieren, zum Beispiel bei einem Fortschreiten der Demenz, und eine Pflege anfordern und gezielt zu gewissen Strukturen dazugeben.
Und damit schaffe ich genau das, was AAL schaffen möchte. Eine assistive Struktur, keine Bevormundung, sondern ich helfe, die Struktur des Tages zu erhalten. Dafür brauchen wir sowas dann. Was bedeutet die Funktion kommunizieren rechts unten? Ja, bei diesem Gerät von der Firma QGate ist ein Mikrofon eingebaut. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit unserer Basisstation beim Hausnotruf das Problem, wenn der jetzt in einem ganz anderen Zimmer liegt, gerade bei großen Wohnungen, dass die Sprachverbindung nicht gescheit ist. Ja? Aber da habe ich mit dem Stecker ein Mikrofon, das mir das überbrückt. Was ist Facebook und Twitter in dem Zusammenhang? Oder SMS? Ja, das zeigt nur, dass das Ding vernetzt ist. Ach so. Ein Symbolfoto. Wir hätten einen LKW auch hinstellen können. Also, da muss ich mich für die Missverständlichkeit ja wahrscheinlich entschuldigen. Ja, ja, passt. Wie weit ist denn Frank? Von was genau? Sie haben jetzt das entdecken unter ja gewissen Radios, ne? Also das hat ein WLAN-Modul drinnen, das heißt, wir haben ungefähr in einer Wohnung 10 Meter, ah, wo wir tatsächlich ein Signal noch durchkriegen, ein vernünftiges. Mhm. Weiter wird dann schon schwierig. Man würde also mehrere solche Module pro Monat bedarf, ja, um zu sehen, ob die Kaffeemaschine reinkommt, ja, genau, beim Lesesessel brennt und so fort. Ganz genau. Und da sind wir bei dem Punkt, wo es dann bei Walter bei uns in der Demo-Wohnung, wo wir nachher noch dazu kommen, spannend wird. Weil wir kriegen solche Dinge angeboten von verschiedensten Anbietern für Preise von pro Stück 150, 180 Euro. Ganz genau. Ganz genau, das ist auch unsere Reaktion dabei. Genau. Aber genau das ist auch unsere Reaktion. Genau, 180 Euro für Steckdosen. Das nehmen unsere Leute sicher. Ja? Die leben von Mindestsicherung. Jackpot. Ja, wird sicherlich. Wir versuchen in der Demo-Wohnung Lösungen zu finden, die leistbar sind für die Leute. Das heißt, wir können vieles von dem, was uns das bietet, über Dinge machen, die 9 Euro kosten pro Stecker. Und das ist ein ziemliches Gefälle zwischen 180 und 9 Euro. Ja? Und da haben wir eben die Chance in diesem Projekt, das ist das, warum es für uns so interessant ist als Daseinsvorsorge. Für uns, für die Wiener Sozialdienste, für die Johanniter, für den Fonds Soziales Wien. Wir können hier austesten, was wird uns teuer verkauft, was macht tatsächlich Sinn und wie können wir es zu einem vernünftigen Weg bringen, dass wir es umsetzen können für die Leute draußen. Das ist das Hauptziel von Walter und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Eine Frage noch gleich. Ja? Da gibt es ein Thema rundherum, nämlich die Zugänglichkeit zum älter Menschen, wenn er in der Notarbeit ist. Ja? Ja. Ich denke da, mir fallen da jetzt auf die Stelle nur die BG-Systeme ein, die verschiedene Kategorien, die es da gibt. Ja, gibt es noch andere Systeme an oder haben Sie aus diesem Bereich irgendwas in diesem Paket da drin? Also es gibt haufenweise Möglichkeiten. Derzeit wird es zum Beispiel fast immer über einen Schlüsselsafe gemacht. Mhm. Denn beim Hausnotruf ist das ein Standardding, analoge Technologie, Schlüsselsafe aufmachen, Code fertig. Es gibt Möglichkeiten, wir testen in der Demo-Wohnung gerade von der EVA, von der EVVA, den AirKey aus, weil da haben wir die Möglichkeit, dass man für Rettungspersonal mit einem NFC-fähigen Handy automatisch Zugriff für begrenzte Zeit geben können. Das heißt, wir können alle... Ja, und dann muss ich immer hin und jedes Mal den Chip initialisieren, wenn ich den Neichen reinlassen will. Das ist ein Gruppenschlüssel. Ja? Das ist schon vordefinierte Gruppenschlüssel. Das ist das Problem. Wir wollen nichts Vordefiniertes. Wir wollen nichts Vordefiniertes. Wir wollen, dass die Leute hingehen und wir wissen genau, wer jetzt reingeht. Ja? Also wir brauchen diese Nachvollziehbarkeit. Wer geht jetzt rein? Wer macht was? Weil ich gehe auch. Okay. Weil wenn irgendwer... Das ist der Ersatz für den mechanischen Postschlüssel. Ja. Und was heißt PG? Das ist nur die Firma. Die heißt so. Ja. Entschuldigung. Ich habe die Gegner nicht gehört. Das ist elektronische... Seit ungefähr 10 Jahren bietet das so ja an. Elektronische Zusatzsysteme, ein Schlüsselersatz kenne ich schon. Ja, genau. Und da gibt es mehrere Varianten. Wir testen eben gerade eine aus, die für uns einige Vorteile in der Präsentation gehabt hat. Und die haben wir jetzt gerade bei uns in dieser Demo-Wohnung drinnen. Dann eins unserer Lieblingsteile, der Sturzsensor. Hier wird klar erkannt, ob eine Person gestürzt ist oder nicht, beziehungsweise wenn es gerade, also ob eine Person gefallen ist. So schaut dieser Sensor aus. Wir können ihn an der Decke montieren. Am Anfang wurde uns gesagt, wir müssen das mit Schrauben machen, weil das ist relativ schwer. Wir haben es geschafft, das mit doppelseitigem Klebeband hinzukriegen und haben so nicht bohren müssen, was die Akzeptanz des Produkts bei unseren Senioren massiv steigt.
Weil sobald wir mit dem Bohrer kommen, na, vielleicht lieber doch nicht. Ja? Gerade wenn wir es jetzt in 83 Testhaushalten machen, wo das Ganze wieder wegkommt. Da bohren wir lieber nicht in die Wand. Das heißt, hier wichtig, man kann es leicht montieren. Es geht nachher wieder rückstandsfrei weg. Und funktioniert so, dass hier dieser Sensor, also hier oben, das ist dieselbe Technologie, die in der, bei der Xbox Kinect dran ist, wenn Sie das kennen. Das ist dieser Balkensensor, den es dort gibt. Da sind zwei Kameras drin, eine normale Kamera, eine Infrarotkamera und die machen dann den Tiefenabgleich. Auch einerseits durch die räumliche Differenzierung, so ähnlich wie bei uns die Augen auseinanderstehen, aber auch durch die unterschiedliche Informationsqualität, die Sie durch die Lichtquelle bekommen. Das haben wir da drinnen, dazu gibt es ein Infrarotlicht, das ist dann hier auf der Seite dran. Das ist quasi die Beleuchtung im Finsteren, im Infrarotbereich. Das heißt, auch ein Sensor? Genau, ja. Im freien Licht? Nein, im freien Licht. Das ist für die Wohnung gedacht. Es ist eine Wohnung, aber wir schauen aus dem Schnee und haben ja. Die Idee gebraucht, das ist außerhalb. Ja, außerhalb stellen wir kein Fauteuil auf. Ja, das ist richtig. Aber außerhalb stürzt es leicht. Ja, ja. Aber das ist gedacht für den Innenbereich. Ja. Wenn ein Sturz passiert, sehen wir hier drüben, die Kamera, also dieses System funktioniert so, dass Bilder gemacht werden, laufend, in einem kleinen Raspberry Pi, wird dieses Bild analysiert, da ist das Programm drauf und ist es kein Sturz, wird es gelöscht. Das heißt, es gibt hier keinen großen Speicher drinnen und wenn es einen Sturz aber detektiert, das macht es immer in dem Vergleich von drei Bildern, ich glaube drei waren es, zwei oder drei Bilder, wenn es einen Sturz detektiert, dann wird dieses Bild gespeichert und geschickt an den Server. Das heißt, hier haben wir auch ein sehr cleveres System, das nicht furchtbar viel Daten produziert wird, die kein Schwein brauchen und dass keiner in die Wohnung reinschauen kann, der ist nicht so, sondern haben hier wirklich die Möglichkeit, gezielte Bilder weiterzuleiten, gezielte Information, die dann so ausschaut, wo ich nicht erkenne, wer ist das, sondern nur erkenne, es ist etwas passiert. Aber gehende Personen werden nicht erfasst. Es muss ein ruhig liegendes Objekt sein. Es muss diese Beschleunigung da sein, es muss diese Beschleunigung gemessen werden können, über die, ne, da müssen es die drei Bilder sein. Die Beschleunigung, im Fall, also der Verlauf gemessen werden und die Endposition mit Höheninformation im Vergleich. Und es monitiert sogar, wenn man sich hier in den Sessel hineinfallen lässt. Das heißt, man muss nicht immer am Boden landen, was sehr komfortabel ist. Es ist auch so, dass die wenigsten Stürze tatsächlich am Boden landen, sondern zuerst irgendwo auf der Couch oder auf dem Fauteuil oder auf einem Sessel und dann gleiten sie ab. Und sowas kann dieses System erkennen. Da sind wir ganz froh drüber. Also ich bin ein Fan davon. Gibt es schon Ansätze, den Autocrash-Sensor in die Richtung zu analysieren, ob man etwas am Körper tragen kann, ja. Was Ähnliches funktioniert? Das gab es. Das Problem ist, dass diese Beschleunigungsmuster mit den normalen Bewegungsmustern so nah beisammen sind, dass es fast nur Fehlalarme produziert. Das beste Gerät, das wir kennengelernt haben, hat eine Fehlerquote von, was waren es, ich glaube 13% gehabt. 13% heißt für uns aber, jedes einzelne Prozent ist teuer, weil wir müssen dann immer ein Rettungsfahrzeug hinschicken. Und somit ist das nicht wirtschaftlich, weil wir müssen dann am Ende, wenn da permanent Fehlmeldungen sind, müssen wir das dem Endkunden verrechnen und damit wird das System unbezahlbar. Es gibt von Philips einen Sensor, der um den Hals getragen wird, das funktioniert relativ gut. Da gab es früher immer bei Vorgängern das Problem, dass wenn die Personen sich vorgebeugt haben und das irgendwo angestoßen ist, hat es ausgelöst. Das Problem haben die gelöst. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Tonproblem produziert. Ja, habe ich. Ja, ausgezeichnet. Ich hab's detektiert. Ausgezeichnet. Ich bin nicht gestürzt. Der Bildbeweis ist da. Hier haben wir einfach dann, also dort haben sie es geschafft, dieses Problem zu lösen. Schaffen aber auch nur, also nur, sie sind eh super damit, ja. In etwa 97%, was ich gehört habe. Aber diese 3%, es tut immer nur weh. Ja? Ja? Diese, was Sie gesagt haben, diese Sturzauslösung hat eine Fehlerquote mit dem Bewegungs-, also mit Beschleunigungssensor. Und man hätte aber gedacht, dass man praktisch aktiv nur mal Kontakt aufnimmt. Ja, ja. Schon, weil dann ja. Kann ich mir auch theoretisch den Rettungs-, ja. Die Rettungsentzündung sporen. Ne? Ja. Einfaches Beispiel, wie wir es einmal in einer Testung, also in einer Testung bei einem Klienten gehabt haben. Der hat den Sensor nicht getragen, hat ihn einfach abgelegt.
ist einkaufen gegangen, die Katze ist raufgekupft, das Ding ist runtergefallen, über die Basisstation haben wir angerufen, Patient rührt sich nicht, ausrücken. Und während wir da auf die Feuerwehr warten, die uns die Tür aufmacht, mit der Polizei schon dabei, weil wir brauchen immer das Triumvirat dafür, das ist vorgeschrieben. Genau, mit jetzt also, was macht das denn da? Naja, also es gibt immer Möglichkeiten, wie es schief gehen kann. Aber es gibt diesen Rückkanal, gibt's. Das ist in der Basisstation eingebaut, eine direkte Sprachverbindung zur Leitstelle und Wohnung. Bei dem Johanniter-Ding oder auch bei allen anderen? Beim Johanniter-Ding, also bei diesem Teil des Hausnotrufs. Da, wo man das am Abend. Genau. Und das, also dieses System bieten fast alle in Wien an. Ja? Also dort gibt es immer diesen Rückkanal. Das ist eben einer der wichtigen Punkte gewesen, wenn es eine Alarmierung gibt, muss man nachfragen können. Weil es kommt ja auch vor, dass einfach anstoßen und der Knopf wird gedrückt. Ja, also Rückkanal, wichtiger Punkt, ja, ist dabei. Lustigerweise bei den älteren Systemen, bei den neuen nicht mehr. Und da müssen wir jetzt diesen Weg gemeinsam finden. Dann haben wir noch für den mobilen Notruf, den ich vorher angesprochen habe, das ist jetzt die Uhr von den Kollegen, diese Smartwatch, die für die Firma iLOX produziert bzw. verkauft mit der entsprechenden Software, hat die normale Uhrfunktion, die wichtig ist, kann die Push-Nachrichten bzw. Wir sehen es eben da mit dem Kalender, kann die Abfrage starten und kann den Notruf senden. Inklusive GPS, das heißt, ich weiß, wo die Person ist, auch mit einer gewissen Varianz. Ja. Wir können das noch gerne noch ein bisschen länger anschauen. Ne? Entschuldigen Sie, was sagt man das für ein Bildchen jetzt gerade? Was denn? Digitalfunktion oder was? Ja, das ist dann das nächste Servicepaket. Bitte? Das nächste Servicepaket. Wir haben so viele. Ach so, ja. Sie sind nur wieder zugegangen. Genau, ja. Ich habe nur, um zu demonstrieren, wie hübsch dieses Ding ist, noch kurz, um es wirken zu lassen, die Impression. Wichtig ist, dass die Leute hier diese Sicherheit mit nach draußen nehmen können. Und das wird dann auch hoffentlich gut angenommen. Dafür haben wir diese Testregion. Wie das mit dem Verschlussmechanismus ist, etc., all das probieren wir noch aus. Ja? Wie lange hält das Akku? Oder müssen wir es täglich aufladen? 7 Tage wurde uns gesagt. 7 Tage. Ja. Kein Rückkanal. Da gibt es die Möglichkeit, dass man darüber telefoniert. Gell? Du hast es ausprobiert. Das soll wirklich sein, ja. Ja. Da ist ein Lautsprecher drin. Ja. Mit der entsprechenden SIM-Karte ist das telefonfähig. Wir haben es bei anderen ähnlichen Produkten ausprobiert und da war einfach die Sprachqualität nicht überzeugend. Ja, also ich habe es noch nicht ausgetestet, auch noch nicht mit unserem Hausnotruf zusammen. Müssen wir noch machen und das wird dann interessant. Aber diese Verständlichkeit auf der Straße, das ist wichtig. Ja. Wir hoffen, dass es gut ist. Und bei Autoverkehr so weiter, wie ist denn die Geräusche? So ein Geräusch, so wie Active Noise Cancelling, hat es nicht drin, soweit ich weiß. Ich bin mit der Uhr auch noch nicht so vertraut, wie ich es gern wäre. Aber Sie sehen die Funktionen. Also diese Uhr kostet über 120 Euro oder so. Ja. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie viel es ist. Wir haben bei Pearl eine ähnliche bestellt. Bei einem Anbieter im Internet ein ähnliches Produkt bestellt, wir wollen keine Werbung machen, für 29 Euro, das kommt nächste Woche und dann können wir schauen, haben wir hier wieder ein billigeres Produkt gefunden. Es geht nicht darum, dass wir die Kollegen ausboten, sondern es geht darum, dass wir ihnen zeigen, weil die kaufen das ja auch nur zu, die bauen das ja nicht selber, die sitzen da jetzt nicht am Wörthersee und produzieren das in mühsamer Kleinstarbeit selber, sondern die kaufen zu und wenn wir ihnen zeigen können, es gibt was Günstigeres, dann gewinnen die auch dabei. Ja? Und am Ende hat unser Kunde wiederum den Vorteil einer günstigen, leistbaren Lösung. Aber in Summe kommen wir doch erkältliche Beträge zusammen. Ja. Aber wenn es billig ist. Ja, klar. Gibt es eigentlich schon Finanzierungsvorstellungen, wie das dann überhaupt finanziert werden soll? Weil das ja. Der offene Server, das in voller Länge das soll, wenn es günstig sein sollte, kann man am besten nicht vorstellen. Ja, die Finanzen muss man eh noch reden. Genau. Nein, weil es hier nämlich den Punkt gibt, warum wir den Fonds Soziales Wien dabei haben. Wir haben es geschafft, den ökonomischen Zirkelschluss zu basteln in diesem Projekt, dass wir alle Formen der Versorgung, da
da haben, vom Finanzier zur Langzeitversorgung zur Akutversorgung bei uns. Wiener Sozialdienste macht die Langzeitversorgung und Finanzier Fonds Soziales Wien. Das heißt, wir können hier gemeinsam Modelle entwickeln, wie sowas finanzierbar sein kann. Das müsste sich eigentlich gegenrechnen mit irgendwas, oder? Ja. Ob dann die Leute, die dann was abliefern sollen, weil sie sich was ersparen, das auch als Ersparnis sehen, ist die Frage dann. Ja, ja, na, das ist immer das Problem. Ja. Da versuchen wir eben mit diesem, darum haben wir diese Methode des Randomized Controlled Trials, okay, eine klinische Methode mit einer Kontrollgruppe und können hier tatsächlich dann Effekte messen. So hoffen wir, dass wir positive haben. Das haben wir lange gehört für diese Tests. Ne? Die 18 Monate. Bitte? 18 Monate. Mal kurz vorher. Reicht in dem Fall okay aus. Von der statistischen Power kommen wir dahin. ja, das sind die Spitzen. Die Idee von diesem Randomized Control Trial, den wir machen, ist eben diese Wirkungsbestätigung zu erzielen. Und dann können wir hingehen zu einer Gebietskrankenkasse und sagen, damit sparen Sie sich 4%. Und da haben wir dann harte Fakten, weil das ist methodisch einwandfrei. Und darum sind wir auch ein bisschen pitzelig bei den Methoden und versuchen da immer wieder im Konsortium herumzurangeln, dass wir das Richtige drin haben. Das ist immer noch nur. Also das ist wirklich ein Riesenmarkt, den man da anstechen kann, wenn man es richtig aufsetzt. Aber dann kann man nicht mit einer Lösung von 180 Euro für einen Teil reinfahren. Ja, die Frage ist dann, ob die Firmen jetzt dabei sind, ob die dann langfristig auch mit von den neuen Produkten dabei bleiben. Ne? Wenn es dann immer überbleibt, was ich dann ja die Börse sage. Oder nicht, wenn man sich entwickelt, das erst damit. Das werden wir sehen, ja. Ja, hoffentlich. Also mit Stückzahl, wird es immer billiger, ja. Ja. Okay. Aufgrund der Zeit versuche ich jetzt einfach mal vorzupushen in das nächste in das Servicepaket. Die Gesundheit ist uns allen wichtig und wir alle wollen wissen, wie es uns geht, wann es uns wie gegangen ist. Und darum haben wir sowas wie eine, also elektronische Gesundheitsakte ist zu viel, aber wir haben Gesundheitsinformationen über die Person, die wir sammeln, für diese Person. Und wir haben Informationen, wie sie bei welchen Beschwerden wohin gehen kann. Also zwei Aspekte. Und die Gesundheitsinformation, die hier steht, ist das, wie erlange ich Wissen über das Gesundheitswesen. Da gibt es mehrere Seiten, mehrere Anbieter, die das machen können. Von Wiener Sozialdiensten, von Soziales Wien, auch bei uns gibt es Informationen über das Pflegewesen. Das heißt, wenn ich jetzt eine akute Erkrankung habe und ich brauche Unterstützung, finde ich hier bei den Gesundheitsinformationen Hilfe. Bei der Sturzprävention bieten wir ein einfaches Programm an, das Otago-Programm. Das ist ein validiertes Sturzpräventionsprogramm zur Stärkung der Rumpfmuskulatur und eben der kompletten Muskulatur, die ich brauche, um gescheit zum Gehen sozusagen. Ja. Ist validiert mit über 100.000 Personen und funktioniert ganz einfach. Man muss es nur machen und es ist alles mit Piktogrammen beschrieben. Ich brauche dieses Ding nur auf den Tisch legen. Es ist analog, es kann kein Akku ausgehen. Die Leute blättern drin rum und machen ihre Übungen. Otago. As simple as possible. Ja? Das kann ich den Leuten bieten. Das ist Sturzprävention am einfachsten. Zusammen mit den Gesundheitsinformationen, wie kann ich Sturzprävention zu Hause bieten? Teppich irgendwie unten gescheit festbicken oder wegrahmen, schauen, dass die Sessel beim Tisch stehen, wenn es eng ist, dass man nicht dauernd einfällt und ähnliche Geschichten, da können wir den Leuten helfen. Das ist Sturzprävention in dem weitesten Sinne. Dann. Und wir haben eine Aktivitätsaufzeichnung und Profile dafür. Das machen wir über dieselbe Uhr. Das heißt, wir haben einen Double Use von Geräten, von Systemen und schaffen so eine gewisse Effizienz innerhalb des Gesamtsystems. Das heißt, ich brauche nicht für alles einen eigenen Sensor, sondern ich kann es doppelt nutzen. Was ist Aktivitätsaufzeichnung? Da sind wir wieder zum Beispiel bei der Strukturierung des Tages. Wie viele Schritte mache ich? Wie ist mein Bewegungsprofil? Jetzt nicht unbedingt, wo war ich genau, an welchem Ort, sondern welche Distanzen habe ich durchschnittlich in etwa zurückgelegt, zu welchen Zeiten bewege ich mich viel und das hilft uns alles, hier Informationen zu gewinnen, die auf die Gesundheit rückschließen lassen. Und einen Punkt, den wir noch haben, ist eben das medizinische Telemonitoring-System. Wir haben hier ein eigens entwickeltes von Austrian Institute of Technology, das gerade eingebunden wird. Da haben wir ein Blutzuckermessgerät, ein Blutdruckmessgerät, das geht direkt zu einem telemedizinischen Zentrum hin, wo es ausgewertet werden kann. Derzeit können wir bestimmen, welches das ist. Und funktioniert jetzt, wenn man es auf den Markt umsetzt, genauso wie
die Medisana-Produkte, die Sie beim Spar kaufen können, die Beurer-Produkte mit Bluetooth, die Sie beim Ständig kaufen können. Also auch hier gibt es kommerzielle Lösungen, die das Gesamtpaket bereits abbilden, die man hier auch nutzen kann. Weil von einer theoretischen Entwicklung, von einem Technikpartner allein, schaffen wir am Ende kein Produkt. Aber wir können hier die Funktionalität testen, in völliger Unabhängigkeit von irgendeinem anderen Hersteller. Das ist super. Da können wir schauen, ob das gut ankommt. Beim Telemonitoring haben wir ja auch das Problem des Fernbehandlungsgesetzes oder Fernbehandlungsverbot, wenn man es genau beschreibt. Das heißt, ein Arzt darf zum Beispiel aufgrund der Informationen, die über so ein technisches System zugeschickt bekommt, keine Empfehlungen, keine Verschreibungen geben. Der muss den Patienten immer so klar physisch vor sich haben. Da gibt es Telepräsenzsysteme, die daran arbeiten, dass das dann bald funktioniert. Aber derzeit ist es noch verboten für den Arzt, sowas zu machen. Hier haben wir aber die Pflege, die dahinter sitzt. Und im Case Management brauche ich solche Informationen wie ein bisschen Brot. Und da wiederum wichtig das Delta. Wie entwickelt sich, wie ist der Unterschied? Es ist aber kein echter Check der Vitalfunktion, sondern es ist das Benutzen von Geräten, die Informationen an dieses Zentrum weitergeben. Habe ich das richtig verstanden? Naja, es sind schon Vitalparameter, die schon durchgecheckt werden. Nein, da haben wir einen. Von vornherein misst und übertragen, okay. Und ich brauche nichts tun und sie kriegt ja mit, dass ich einen Herzinfarkt habe und ähnliches, das ist es nicht. Nein. Gut. Wir arbeiten mit, also wir haben noch keine Uhr, die den Puls so messen kann, dass es einer medizinischen Prüfung für ein Medizinprodukt standhält. Darum haben wir bei dem Telemedizinsystem nur zertifizierte Medizinprodukte drinnen. Darum heißt es Telemedizin und nicht irgendwas anderes. Medizin Nein, ist da. Ja, genau. Was hinein, was das kann. Richtig, ja, genau. Ja. Derzeit haben wir einfach sowas noch nicht. Hier ein kurzer Einblick, wie die Gesundheitsinformationen aufgebaut sind. Es gibt verschiedene Themenfelder mit den direkten Links dazu, also sehr einfach, sehr banal aufgebaut. Es ist wie das Telefonbuch, wieder die Analogie. Anstatt der Nummer brauche ich nur aufklicken. Hier haben wir das Telemonitoring-System. Da sieht man unsere Geräte, gepaart wird das Ganze über das Smartphone. Das heißt, das Größte drum ist das Unnützeste, der Koffer drumherum. Also gut verpackt ist halb gewonnen. Somit finden wir es immer und verlegen es nie, aber das sind die zwei richtigen Elemente, die wir drinnen haben. Das Handy und das Blutdruckmessgerät bzw. das Blutzuckermessgerät. Mehr brauche ich nicht, fertig. Und dann gibt es eben hier im Backend die Möglichkeit, sich seine ganzen Gewichte anzuschauen. Es gibt eine intelligente Waage, die man, also intelligent ist eine Waage nie, weil sie zeigt mir immer eine Blödheit an, wenn ich aufsteige. Hier bekomme ich die Informationen auch direkt übertragen per Bluetooth ans Handy, das es mir weiterleitet in meinen Speicher hinein. Von meinem Armband bekomme ich meine Geräte. Ich habe hier vielleicht eine Diabetes-Medikationsempfehlung. Ich kann selber Kommentare verfassen und ich kann mein Befinden noch dazu abgeben, wie geht es mir heute. Und kann so quasi Daten sammeln, die mir nachher helfen, zu identifizieren, was tut mir gut. Weil das ist etwas, was viele Leute schon verloren haben. Dass sie verstehen, was für ein Verhalten für sie gut und wichtig ist. Und das ist das, wie wir die Leute dazu kriegen, langfristige Verhalten auch zu ändern. Zu einem gesünderen Leben und damit senken wir nachweislich dann die Kosten im Gesundheitssystem. Gut, dann hier nochmal das Aktivitätstracking über die Uhr, Schritte und Aktivitäten. Es gibt gewisse Typen von Aktivitäten, die ich aufgrund des Beschleunigungsmusters erkennen kann. Fitbit hat da zum Beispiel, um jetzt eine Marke zu nennen, wirklich extrem gute Algorithmen, die sie verwenden, die sehr, sehr viele Sportarten von Haus aus ausdifferenzieren können. Aber auch hier sind ein paar grundlegende festgelegt. Wenn Sie sich das alles einmal anschauen wollen, dann haben wir eben unsere Musterwohnung in der Johanniter Seniorenresidenz Schichtgründe im 21. Bezirk, Satzingerweg 62, kommen Sie doch mal vorbei. Melden Sie sich bei uns an unter forschung@johanniter.at. Wir machen gerne einen Sammeltermin und organisieren das für Sie. Dort haben wir alles ausgestellt, dort können Sie sich alles live anschauen, wie die Sachen funktionieren. Und wir haben noch ein paar andere so Home-Automation-Geschichten drinnen, wie intelligente Lichtsteuerung, Bewegungssensoren etc., die mir dann zum Beispiel den Weg zur Toilette hell machen. Lichtsteuerungen, die vielleicht aufgrund von einer Farbeinschränkung, die ich habe, das Licht so anpassen, dass ich das Beste noch rauslesen kann, etc. Gut,
Ich gehe jetzt da gar nicht so auf das ganze Detailzeug ein. Kommen Sie einfach vorbei und schauen Sie sich das an. Machen wir es einfach so. Hier ein paar Illustrationen noch mit Bildern. Es ist wirklich eine schöne Wohnung. Es sind zwar nur zwei Zimmer, aber es ist wirklich fein. Kaffee und Kuchen gibt es auch meist. Also hier auch was zum Erleben. Wir nutzen das vor allem, also haben es jetzt vor allem für die Rekrutierungen auch genutzt von unseren Teilnehmern, dass wir die Leute hier einfach mal hineingesetzt haben, ihnen das Projekt präsentiert haben und ein bisschen diesen Hands-on-Aspekt geleistet haben, dass die Leute sehen, worauf sie sich einlassen. Gerne Frage. Ja. Die bist ja im Training an dem Projekt, die Betroffenen selber. Ja. Waren die eher Technik, sind die eher technikaffin? Nein. Das heißt, dass die sich schon häufig auskennen mit Handy und Nein. mit Betroffenmöglichkeiten? Nein. Viele von denen haben einfach gesagt, sie wollten sich es mal anschauen und finden es einfach hochinteressant. Und wenn man ihnen zeigt, dass ein Tablet keine Hexerei ist, dann gefällt es ihnen auch ganz gut. Es gibt diese Technologie, diese Angst, diese Technologieangst, diese Barriere, die man mit minimalen Mitteln durchbrechen kann und dann fängt die Gaudi an. Das war auch verständlich zu machen, verschiedene ja. Funktionen. Ja. Bei Facebook, für alle, der noch nie Facebook selber gesehen hat oder gehört hat oder gelesen hat, wird das so, ne? Das ist der Kirchenanschlag. Facebook ist der Kirchenanschlag. Das, man muss mit den Analogien arbeiten, dann verstehen sie es. Ja. Frage bitte, welche, darf man das sagen, welche Tablets Sie verwenden, von welcher Firma? Ja, derzeit verwenden wir Samsung-Tablets, ist aber einfach nur, weil wir die jetzt gerade gehabt haben. Ja. Funktionieren tut es im Prinzip ab Android 4.3. Okay. Das ist die technologische Einschränkung, die wir haben. Wir brauchen sonst nichts Spezielles. Also wir können es mit Tablets um wahrscheinlich 80 Euro machen, die aber relativ schnell hin werden. Wir wollten welche, die Gorilla Glass drauf haben, weil wenn es einmal am Boden fällt, soll es nicht gleich hin sein. Weil das wäre genauso ein Showstopper. Ne? Ja. Wir brauchen Sachen, die 18 Monate durchhalten, bei Leuten, denen manchmal Sachen aus den Händen fallen. Oder was man mit drauflegen. Genau, ja. Und auf die Nein, man braucht, also wir haben jetzt alles auf Tablet-Anwendung ausgelegt. Ja? Gehen Sie auf Smartphones auch oder nicht? Es würde darauf laufen, nur das Problem ist, dass die, derzeit die Auflösung nicht so gesetzt wurde, dass das dann nachher noch gut zum Handeln ist. Also wir haben nicht dieses Universal Design drinnen, sondern das wurde speziell fürs Tablet verwendet. Ja. Bitte? Aber das war zum Beispiel, ganz kurz, das war zum Beispiel auch ein Ding, das gesagt hat, eigentlich hätten Sie nur was Größeres in der Hand. Ja, da ging es halt genau um die Größe der Icons. Und wenn ich ein Handybild habe, kann ich da nicht gleich einfach von großen Icons drauf tun. Das verstehe ich vollkommen, Sie werden es nicht wissen, ich bin blind, verwende ein Smartphone, ich bin da ziemlich fix drauf. Ja. Ja, ich habe da auch schon gehört von dieser Sache, aber nicht bei uns in den Blindenorganisationen. Mhm. Wäre natürlich auch interessant, Sie haben ein paar Aspekte gesagt bezüglich der Türe, das wäre für mich interessant, irgendwann einmal gibt es da Probleme mit diesen Schlüssel-Safes bezüglich Stehlen, Einbruch und so weiter. Mich würde auch diese Türe interessieren, weil Sie werden ja wahrscheinlich viele Anbieter sich angeschaut haben, jetzt wegen der Möglichkeit in die Wohnung zu kommen, weil wenn man Sicherheitstüre hat und die muss aufgebrochen werden, ist ja das natürlich ein Riesenproblem vom Schaden her. Systeme recht optimal. Ja. Also ich würde mir das gerne mal anschauen, einfach um das zu testen, zu checken und zu schauen, welche Möglichkeiten Sie haben. Ja, sehr gern. Wer meldet sich an für einen Termin? Zwei, drei. Jetzt über die Welt. Sie können es über forschung@johanniter.at machen. Einfach direkt hinschreiben. Nein, nicht auf der Walter Homepage, weil das wäre ein Sondertermin jetzt. Diese Anbindung, ja? Also wir haben gehört, es ist der Hausnotruf angeboten, es ist dieser Sturzsensor, es gibt das Tablet. Das heißt, es gibt mehrere Anbindungen, das heißt, oder Kanäle für die Anbindung. Ja? Das eine ist halt das Tablet, wo er halt wahrscheinlich über WLAN irgendwo das herkriegt, dann habe ich den Raspberry irgendwie. Ja.
Das heißt, es gibt schon verschiedene. Ja. Es ist nicht so, dass ich eine Kommunikationszentrale oder eine Mini-Kommunikationsserver gibt. Ne? Ja. Es läuft dann alles zentral in einer Leitstelle zusammen, aber dort haben wir eben das Nadelöhr. Dort laufen viele Systeme auf eins zusammen. Und von dort geht es dann in dieses Cloud-Service hinein und zu unseren Leuten, zu unseren Disponenten. Mhm. Ja? Ich habe eine Frage. Also grundsätzlich ist es ein super Tool, das, das viel machen kann, das natürlich auch sehr viele Daten sammelt. Ja. Wo gehen diese Daten hin und habe ich als User die Hoheit über meine Daten? Ja. Also ich kann auch sagen, alle 12 Monate löscht bitte alle Daten, ja, die ihr von mir habt. Und ja, müssen Sie. Per Gesetz vorgeschrieben. Muss so sein. Datenschutzgrundverordnung. Da kommt man sowieso nicht mehr aus. Richtig, ja. Da ist das Aber mit der Datenschutzgrundverordnung muss ich aktiv meine Löschung der Daten beantragen. Ich kann nicht sagen, automatisiert, ihr speichert Daten nur 12 Monate, ja, 6 Monate. Ja, das ist etwas. Also grundsätzlich ist eine Datenschutzgrundverordnung aus, solange ich die Daten benötige. Das ist ja dann eine Definitionssache. Genau, und hier die gesunden Daten, die Firma sein, benötige ich natürlich immer. Also nein, das ist kein Argument. Also naja, wenn ich eine Kamera zur Verfügung stelle, die Stürze aufzeichnen soll, werde ich das immer natürlich sagen, ich muss natürlich jeden Tag hier Aufzeichnungen machen, also wäre jetzt mein Verständnis. Ja schon, aber wie gesagt, das wird ja auch immer gelöscht. Ja? Naja, automatisch gelöscht natürlich nicht. Die Firma behält sich die Daten so lange, sie die Daten für eine Arbeit braucht. Naja, also kommt drauf an. Ja. Wir sind nicht daran interessiert, viele Daten zu sammeln, aus dem einfachen Grund, Speicherplatz ist auch jetzt teuer. Genau, aber das ist eben die Frage, werden die Daten bei Ihnen gespeichert oder bei den jeweiligen Firmen, die diese Devices zur Verfügung stellen, wie diese Steckdose, wie diese Kamera? Ja, es kommt darauf an, welches System jetzt dann genutzt wird. Und da sind wir gerade am Arbeiten, was wollen unsere Leute, die mitmachen? Das ist eins der Ergebnisse, die wir dann versuchen, da herauszuziehen, womit wir dann am Ende dann vielleicht ein Produkt machen können. Ja? Das sind genau die Fragen, die wir dann stellen müssen und das sind genau die Bedenken, die dann kommen, mit denen wir uns in der Produktplanung dann auseinandersetzen müssen. Weil wir müssen dann halt entweder alles auf einen zentralen Server, von dem dann aus gelöscht wird, oder wir können alles über die quasi Ecklösung von einem Mittelanbieter machen und uns dann von dort die Daten holen. Es gibt verschiedenste Modelle. Müssen wir uns anschauen, was die Leute auch wirklich wollen. Die Frage ist halt auch, wer hätte was davon, wenn Daten gespeichert werden, weil Sie haben ja gesagt, das kostet Geld, viele Daten zu speichern. Klar, jeder, der was vermarkten möchte dann oder der diesen Leuten was anbieten möchte, aber das ist wahrscheinlich das einzige Thema, wo man nur die dann sehr genau. Ja, aber da ist es dann zum Beispiel auch, dass es für uns ganz klar ist, dass es für die Gesundheitsversorgung dient und für nichts anderes. Und für dieses Projekt ist es auch nochmal ganz speziell abgesichert, darum haben wir so einen furchtbaren langen Informed Consent. Es ist ganz genau klar definiert, wofür diese Daten genutzt werden und für nichts anderes. Und das ist nur für die Evaluation dieses Projekts. Ja, und man wäre eben schon kriminell, wenn man versuchen würde, eben diese Daten anders zu nutzen. Richtig, ja. Wir wollen es auch gar nicht. Aber es ist ein anderer Punkt. Ja. Aber es könnte einer Ihrer Zulieferfirmen auf die Idee kommen, zum Beispiel auf blöde Idee zu kommen, nein. Die Daten verkaufen oder irgendwas. Dann rückt man wieder mit Schwert und Schild aus und mähen sie nieder. Also im Konsortium haben wir natürlich auch einen Konsortialvertrag, der solche Sachen natürlich auch unterbindet. Ja. Also das heißt, wir haben einerseits als Konsortium den Vertrag mit dem BMFIT, wo einfach auch ganz klar geregelt ist, was wir tun sollen. Und dann auch nochmal im Konsortium den Vertrag, wo es da auch darum geht, die Grundregeln einfach festzulegen. Ja, Sie haben noch eine Frage. Vielleicht habe ich jetzt was überhört, was Sie gesagt haben, weil ich wollte fragen, wenn sich jemand interessiert, dann, wenn das Projekt nicht mehr im Test ist, sondern wenn es ein Produkt ist, das man also auch kaufen kann, wenn das etwas kostet, habe ich dann einen Partner, einen Geschäftspartner, oder habe ich für jeden Dorf, jede Kirche aus jedem Dorf, die sie einbieten, einen eigenen Vertrag und muss ich bei jedem zahlen? One-Stop-Shop. Einer? Ja. Gut. Und das heißt, das ist also das, was aus Walter heraus wird, kommt zum Schluss als Produkt. Der sorgt dann dafür, bei den Partnern durchzusetzen, was ausgemacht wurde, wenn zum Beispiel Löschen von Daten. Ja. Ja. Jetzt. Ja, so ist es. Ja. Und gezahlt wird auch nur einen Partner. Ja.
und aus. Und der Rest, den macht sich selber aus. Genau, ganz klare Strukturen Richtung Kunden. Ein Verantwortlicher, eine Stelle, mit der ich kommuniziere. Den Rest müssen Sie sich im Hintergrund ausmachen. Na, je älter man wird, desto ärger ist es, ja, einen ganzen Haufen von Firmen unter einen Hut zu bringen. Genau. Ja. Ist schlimm. Darum geht es ja eben nicht nur um die Technologie, sondern auch um die begleitenden Services. Ja? Ich meine, mir irgendein Kästchen kaufen, das kann ich schnell mal. Ja? Nur wer erklärt mir das? Ja? Wen kann ich anrufen, wenn es nicht funktioniert? Ja? Wenn ich das beim Mediamarkt kaufe, dann kann ich nicht beim Mediamarkt anrufen und sagen, es geht nicht mehr, bitte komm vorbei und richte es mir. Ja? Und das ist halt einfach der Punkt. Ja, das ist auch, irgendwo muss, wenn es ein gekauftes Produkt ist, liegt auch irgendwo die Systemverantwortung für das Produkt. Und daher ist es wichtig, einen zu haben, den man würgen kann. Genau. Falles. Ja, ist völlig richtig. Ich habe eine Freundin, die ist Ärztin, die hat mehrere Ansprechpartner, die Software, die für die Ordination da ist und der Drucker, wo sie es kauft, die spielen miteinander nicht und sie bleibt immer über. Zum Beispiel. Ja. Die ist noch nicht so alt, aber sie wird wahnsinnig dabei. Wird jeder wahnsinnig bei sowas. Ich habe doch noch eine Frage bzw. eine Anforderung bei der ganzen Geschichte: Daten löschen. Ja, außerhalb meines Hauses. Wie ist es aber? Ich möchte die Daten ja selber haben und ich möchte sie auch 20 Jahre aufheben können. Und deshalb ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass eine Schnittstelle existiert, bei der ich die Daten aufbewahren kann. Ja, es ist ja jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen, dass Sie in einem maschinenlesbaren Format die Daten jederzeit ausgehändigt bekommen müssen. Und genau dieses Interface muss es geben in unserem System. Sehr cool. Informationspflicht. Zuerst Sie und dann Sie. Ja. Mich würde interessieren, ist das ein Standard Android oder ist das eine speziell adaptierte Version? Es ist im Prinzip ist der Launcher ausgetauscht von Android. Das heißt, auf dem Tablet ist das ganz normale Android-Betriebssystem dahinter, aber ich fahre mit einem anderen Launcher hoch. Weil eins der großen Probleme, auch wenn man eine Absicht hat, irgendwelche Daten weiterzugeben, ist natürlich, dass die ganzen Mobilgeräte eigentlich an sich nicht vertrauenswürdig sind, weil sie von der Basis her schon mit der gebaut sind, weil man da nicht reinschauen kann, weil viele Komponenten drin sind, die nicht frei sind. Und ich denke zum Beispiel auch an die öffentliche Verwaltung, wo das ja auch ein großes Problem ist, dass die Bürgerdaten mit Software verwaltet werden, der man eigentlich nicht trauen kann. Und in dem Fall wäre es halt auch wieder etwas, wo man auf Standardkomponenten zurückgreifen muss, praktisch logischerweise, wo man aber eben dieses Problem mit einkauft sozusagen. Ja. Also wir fahren einfach mit einem anderen Launcher drüber, der alles abfängt, was drauf gemacht wird. Und somit wird das Rest, also das normale Android, nur mit einer App bedient. Und da ist alles drinnen, was wir drin haben. Das ist unser Versuch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist ein total dediziertes Gerät. Ja. Wo Sie auch alle anderen Apps rausräumen können, damit nur genau nichts geschieht. Genau. So, bitte, Sie haben noch eine Frage gehabt. Ja, und zwar gibt es da jetzt, weil Sie sagen, das ist jetzt ein Projekt, das soll ja dann umgesetzt werden, gibt es da sozusagen auch einen Leistungskatalog, was jetzt jede Stunde kostet für diese Tätigkeit oder für jene Tätigkeit, kann man sich da vorher erkundigen? Gibt es das sozusagen auch für den Kunden, wenn er sagt, er braucht Hilfe für jetzt Einschulung von dem Gerät oder dieses oder jenes? Nehme ich an, wird es das geben? Ne? In diesem Projekt wird ein sogenanntes Pflege- und Betreuungskonzept mitentwickelt, das einerseits ein standardisiertes Pflege- und Betreuungskonzept für assistive Technologien ist, aber da muss genau sowas einfließen. Sowas wird es geben, ja. Und wenn jetzt Ihr Projekt abgeschlossen ist, dann wahrscheinlich in eineinhalb Jahren, nehme ich an. Zwei Jahre. Soll das fertige Produkt existieren? Wir werden dann wahrscheinlich noch 6 bis 12 Monate brauchen, dass das Produkt wirklich final fertig ist. Da gehören dann auch die Aufbereitung der Kommunikationsunterlagen, neue Folder, bla 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 dazu. Die ganzen Verträge, das wird überhaupt dann. Und das wird dann angeboten vom Fonds Soziales Wien oder wer bietet das dann an? Derzeit sind wir am Überlegen, dass es eine Betriebsgesellschaft gibt, in der dann alle drinnen sitzen. Und diese Betriebsgesellschaft kümmert sich darum, das zu verwerten und anzubieten. Und dann ist es ein Walter, powered by Johannita, mit Unterstützung Wiener Sozialdienste, gesponsert von FSB. Sehr gut.
Das heißt, die Betriebsgesellschaft ist der Partner für Linux. Ja, die Betriebsgesellschaft ist Ihr Partner. Und da ist es dann völlig wurscht, welches Kreuz, welches Pflegesystem, was auch immer dahinter steht. Ja? Ich bin jetzt so ein Depp-Alter. Ich schaue in die Zukunft, also in meine eigene quasi, und wir sind da zu technikaffin und wir kommen mit dem vielleicht zurecht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich in der letzten Zeit die mehr oder weniger unangenehme Gelegenheit gehabt habe, alte Menschen zu begleiten in den letzten Jahren. Und ich kann Ihnen sagen, das ist völlig ungeeignet für diese Leute. Das ist mein Eindruck. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Es ist nur extrem heterogen die Zielgruppe. Ja, es mag Leute geben, die das mit 90 auch noch kennen. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen, die ich betreut habe, kennen das nicht. Es ist nie für alle tauglich. Leider. Und also es wird sehr viele geben, für die es nicht passt. Das will ich nicht sagen. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Wir müssen bedenken, unsere Leistungen, körperlich und geistig, nehmen wir ab. Die nehmen ja nicht zu. Ja. Und das ist ein Hightech-Gerät. Ja, für uns ist es Spaß. Aber ist das, also eine unserer Seniorinnen hat gesagt, wissen Sie, die Digitalisierung passiert ja sowieso und wenn ich da nicht mitmache, dann sehe ich alt aus. Ich will das lernen. Ja? Und ich glaube, in diesem letzten Satz von ihr, ja, ich will das lernen, ist alles drin, was es braucht. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe auch nicht, es geht auch nicht jeder Schlittschuh laufen oder es will auch nicht jeder. Ja, dann, ich nehme mir jetzt alles vor, aber mit 80, 90 hat das gedacht. Naja, aber dazu muss Der Ladungsführer hat so weit gewusst, von bis, anders geht es ja nicht. Aber ein geschlossenes System ist sicher ein guter Ansatz. Also es ist ja auch so, die Testpersonen bekommen das Tablet. Ja? Es gibt keinerlei Vorschriften, wie oft und in welcher Frequenz sie das benutzen müssen. Ja? Das ist ja zum Beispiel auch eine Antwort. Wir sehen ja, wie oft die sich einloggen, wie lange die es benutzen. Ja? Wenn das jemand immer gleich wieder weglegt, ja, dann haben wir offensichtlich was falsch gemacht. Ja. Das ist aber auch eine Auskunft oder ein Ergebnis. Und da muss man dann wieder hinterfragen einfach. Und wir haben schon, also ich war wirklich erstaunt, ich habe auch gedacht, das gibt es ja nicht, dass die auf einmal alle mitmachen, aber sie haben sobald diese Neugier da ist, ja, und man ihnen dieses Ding in die Hand gegeben hat, ja, dann haben die einfach probiert. Und ich glaube, darum geht es. Also ich kann ja zu da gleich alt, ich habe eine Schwester, ja, Zwillingsschwester, die würde ein Tablet nicht einmal in die Hand nehmen, wenn sie sich zu erschießen da oben. Sicherlich nicht ein Kandidat für ihr System. Und ich glaube, er hat nicht Unrecht. Es gibt eine erhebliche Anzahl von Leuten, die nicht so innovationsfreundlich sind, wie Sie es gerade dargestellt haben. Auch wenn Sie mit ausgewählten Partnern, Testpersonen, ein gutes Feedback haben. Sie haben ja auch nur solche Partner, die das schon wollen. Naja, wir haben die Testpersonen, die sich aufgrund unseres Angebotes an uns gewendet haben. Die Partner haben wir. Wir haben ja niemanden ausgesucht. Sondern wir haben ein Angebot gemacht und wir sind erstaunt, wie viel Rückmeldung es gibt von Leuten, die dieses Angebot nutzen wollen. Das heißt auch, wenn es Tablets gibt. Ja. Das kriegen ja nicht alle Tablets. Wir haben da noch eine Meldung. Ich glaube, man muss so weit sehen, das ist eine Möglichkeit diese, mit dem Tablet. Ja. Erstens bin ich davon überzeugt, man beschäftigt mich auch damit, wir reden von beginnend bei 60 plus, das heißt, aus dem hat das auch eine gewisse Zeit, bis das wirklich einmal durchkommt. Ja. Das heißt, wenn
die Leute, die jetzt interessieren, die jetzt ihr Smartphone kaufen etc. und sich dafür interessieren, die wachsen dort auch innen, genauso wie wir die Technologie wachsen sind. Ja. Das Zweite ist das, man kann ja auch Teile davon herausnehmen. Ja. Weil ich hier manchmal möchte, diesen Sturzsensor und das Notrufarmband und was immer. Ja. Das heißt, ich kann auch Teile davon nutzen. Ja. Und ich glaube einfach, da hat jeder dann auch die Wahl, sein Menü auszuwählen. Ja. Und auch wenn ich drücke, wirklich glaube ich, ja, heterogen, was durchdrungen, klar, die Leute gehen, die sagen, na, mir nicht, aber da gibt es 60-Jährige auch, also, das kommt nicht ins Haus. Ja. Und es gibt wieder 80-Jährige, die sagen, das ist super, ja. Mich eh schon immer interessiert, jetzt geht es auch dafür. Ja. Also für die Johanniter Überwachung mit der Uhr und dem Knopf, brauche ich einen Walter, weil die gibt es schon seit 20 Jahren. Ja, aber die kenne ich auch in der Praxis. Und daher glaube ich nicht, dass es die Frage ist, womit weckt man die Neugier der Leute? Neugierig ohne Tablet sowieso nicht. Weil nur dort können sie kommunizieren, abfragen, nachschauen, informiert werden, die Presse lesen und so fort. Ein Kommunikationskanal aufzubauen ist ohne Tablet kaum was. Da müssen sie einen Notfall haben, dann können sie mit jemandem reden, über das Standgerät oder die Zentrale. Also würde ich sagen, ist es schon an Leute hauptsächlich in der Praxis orientiert, wenn sie ein umfangreicheres Paket nehmen und nicht nur das, was ich gesagt habe, die moderne Kommunikation interessiert und sie nicht von der Technik zurückschalten. Das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, das ist die Motivation von den Leuten, eben selbstständig zu leben. Ich glaube, sie überwinden dann auch diese Hürden sehr leicht, weil das Interesse so groß ist, selbstständig zu leben. Ich kann auch Beispiele nehmen, weil jetzt so einzelne Erfahrungen da sind. Ich kenne jemanden, der das so und so gemacht hat. Ich kenne auch jemanden, das ist meine Mutter, die ist jetzt 67, die ist Bäuerin am Land, die hat erst vor kurzem mit Online-Banking begonnen, also die ist total nicht technikaffin. Und das haben wir in kürzester Zeit auch gelernt jetzt. Also arbeitet mit Tablet und Online-Banking. Und sie hat ein ähnliches System getestet. Also über einen Verwandten, der was Ähnliches macht, weit nicht so ausgefeilt und allerdings, die sind erst in einer Beta-Version. Aber ich möchte nur sagen, ich glaube, es hat nichts damit zu tun, ob Techniker finde oder nicht, sondern es ist wirklich die innere Motivation, wie möchte ich mein Leben noch gestalten. Und ich glaube, da geht es viel um das, wie bringt man das den Leuten noch näher. Was haben sie davon in den nächsten 20 Jahren oder wie lange sie eben noch gut leben wollen oder können. Aber also es ist, glaube ich, keine Frage von eben, wie gut sind sie schon vorgebildet oder sitzen auch da sehr technikaffine Leute da. Das kann man, glaube ich, wirklich sehr leicht auch hinkriegen. Ich glaube, es stimmen alle drei Sachen, was sie gesagt haben. Ja, technikaffin ist ein positives Ding, ist ein Pluspunkt in dem Ganzen. Aber ich habe meine Schwester erwähnt, da ist technikaffin überhaupt nicht gegeben. Und ich glaube, das Einzige, was sie motivieren könnte, ist, welchen persönlichen Nutzen hat sie. Wenn sie davon sprechen, ja, wenn ihre Mutter Online-Banking in irgendeiner Form kennengelernt hat und sie braucht nicht mehr mit dem Bus in die Stadt fahren, wo es eine Bank gibt und dann was tun und zurückfahren, dann ist sie sicher ein großer Nutzen. Meine Schwester geht lieber zu Fuß, weil sie kann es noch. Mhm. Ich Aber mein Vater ist das nicht. Aber wir haben. Weil ich auch selbst im Spital gearbeitet habe, ich denke halt, dass sozusagen mit dem Tablet ist das ein gewisses Zugpferd, aber sie bieten ja mehr oder minder die gesamte Palette an Versorgung. Und so sehe ich das. Das könnte natürlich, wenn das funktioniert und wenn das dann wirklich umfangreich ist, eine gute Sache sein. Aber man muss die Gesamtheit der Bevölkerung abdecken. Eben jemand, der halt nur sich einen Notruf nimmt oder nur das nimmt oder nur das nimmt und einer nimmt sich halt wenige Teile dieses Pakets und andere umfangreichere bis technische Teile. Ich glaube, das kann man nur so sehen, weil anders kann ich mir es im Sinne der Strukturen nicht vorstellen. Ja, dieser modulare Aufbau ist essentiell dabei. Ja. Jetzt ist das natürlich ein Forschungsprojekt, ja, mit begrenzter Dauer, mit begrenztem Budget und so. Von daher bewegen wir uns da in relativ engen Grenzen. Ja.
ganz ehrlich, also wir wollen am liebsten Leute, die überhaupt keine Ahnung von Technik haben, ja? Weil wenn wir es schaffen, denen das nahe zu bringen, ja, und die hinterher sagen, boah, da habe ich ja was von, ja, dann haben wir echt was richtig gemacht, ja. Wenn jetzt sie daherkommen, ja, die sie ja schon rumtun und so und viel mehr Ahnung von Technik haben als ich, ja, ich meine, dann ist das keine große Kunst, ganz ehrlich, ja, sondern es geht wirklich darum, wie Sie gesagt haben, was habe ich für einen persönlichen Nutzen davon, steigt womöglich tatsächlich meine Lebensqualität, ja, gehe ich mehr raus, komme ich mehr unter Leute, ja, erlebe ich mehr und das ist der Punkt, ja, und da halt wiederum der Ansatz, so früh wie möglich, wenn es noch leicht geht, wenn die Hemmschwelle gering ist, ja, um dann einfach, wenn es nötig ist, gerüstet zu sein, dass ich es dann einfach völlig selbstverständlich tue und eben nicht mehr denke, boah, das kann ich nicht. Ja. Also das ist sozusagen die Idee. Ich habe gerade meine Folie noch drauf gehabt. Ich glaube, der Treiber für das Ganze ist, möchte so lange wie möglich zu Hause sein. Und mit welchen Hilfsmitteln, mit welchen Krücken, mit welchen Assistenten, egal in welcher Form, ja. Kann ich das erreichen? Ja, da haben Sie alles da. Das ist alles da. Wir haben noch ein paar Folien vorbereitet. Sind überkommt. Da war noch eine Frage. Was heißt das eigentlich auch? Das ist ein Forschungsprojekt, wo man jetzt mal Erfahrung sammeln will und dann sagt, wie komme ich mit dem Preis runter, dass ich das eigentlich in den Massenmarkt ausrollen kann. Was mich interessieren würde, ist das gleichzeitig auch ein Test für Altersheime? Weil viele dieser Komponenten oder dergleichen, die auch in einem Altersheim oder einem Spital dem Pflegepersonal viele unnötige Kilometer sparen und auch damit Geld einsparen. Nein, ist das nicht. Ist nicht darauf ausgelegt. Es ist darauf ausgelegt, dass wir die Leute in den Wohnungen adressieren und nicht in einem bereits bestehenden pflegeintensiven Setting. Viel früher wollen wir sie erwischen. Und darum sind wir nicht zum Beispiel in einer Abpflegestufe 3 zum Beispiel, wären sie bei uns so gut wie nicht mehr möglich. Ja, dann würden Sie eigentlich in vorne gehen, wenn wir dann so würden dann unter Umständen weniger in das Pflegeheim gehen. Ne? Das ist das Ziel wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Das ist ja nicht nur das Ziel der Nutzer selber. Die möchten natürlich gern im selbstgewählten Umfeld sein, sei es jetzt zu Hause oder in einer Senioren-WG. Aber sie wollen einfach unabhängig leben, solange es geht. Ja. Aber es ist ja auch das Ziel sozusagen der Gesundheitsträger. Ja. Ich meine einfach, es ist Kostenersparnis. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen... Radiosion-Ökosystem. Ja, genau. Und das heißt... Beispiel, wenn man hochwertig sehbehindert ist oder blind ist, kann man Pflegestufe 3 oder 4. Das fällt dann gar nicht mehr so in Ihr Projekt hinein. Wir haben leider gewisse Grenzen, ja. Nein, es ist nur genau das, ist jetzt das, was jetzt für mich klar ist, warum das bei uns gar nicht publik geworden ist. Obwohl natürlich einige Komponenten, die Sie anbieten, sehr wohl interessant sein könnten. Ja? Was ich auch testen muss, wo wir auch Schwierigkeiten haben, weil es keine Tastenhandys mehr gibt. Und viele ältere sehbehinderte und blinde Menschen können mit diesen Wischhandys nicht umgehen. Mhm. Die schaffen es nicht, aus verschiedensten Gründen nicht. Und es gibt aber derzeit nicht wirkliche Alternativen dazu. Weil die alten Nokia-Handys mit Symbian, die kannst du schon langsam vergessen. Naja, das ist schwierig, die haben wieder keine Sprachausgabe, die Emporias. Die meisten. Ich wüsste jetzt keines, das das anbietet, was zum Beispiel ein Android-Handy anbietet. Ja? Da fehlt es ein bisschen an. Es gibt einige technische Möglichkeiten, wo man sich so ein Handy auch herrichten kann. Aber das muss wer machen. Ne? Und das ist halt immer eine Preis, heutzutage eine Preisfrage. Ja. Das ist es. In den Blickrichtung gibt es nicht für 80 Euro. Nein, das geht nicht. Also eine Technikerstunde, wenn du jetzt einen Launcher draufspülen lässt, dann neu und den herrichten für Geräte, dann kostet das bald so viel wie das Gerät selber. Ja. Gut. Dann gebe ich jetzt wieder an dich weiter. Das musst du noch machen, ich mache danach. Na gut. Okay. Bei der Evaluierung versuchen wir jetzt im Rahmen dieses Randomized Control Trials, wie vorher schon angesprochen, mit zwei Gruppen zu testen. Eine Gruppe bekommt keine Technologie, keine zusätzlichen Interventionen und wird mit denselben Instrumenten gemessen.
Das heißt, wir sehen, gibt es einfach in der Bevölkerung in einer bestimmten Zeit eine natürliche Varianz. In der Versuchsgruppe drinnen werden die Leute mit unserem System bespielt. Und dort erheben wir dann ebenfalls dieselben Messinstrumente wie hier, also dieselben Daten. Und so können wir schauen, gibt es in der Versuchsgruppe einen klaren Effekt im Vergleich zur Normalgruppe, ja, zur Kontrollgruppe. Das sind unsere Messinstrumente, die wir dabei verwenden. Wir fokussieren uns dabei auf bereits validierte Instrumente. Das heißt, wir erfinden die Welt nicht neu und schießen mit Blindfragen irgendwo hinein. Das sind Fragebögen, dann die ausgefüllt werden. Ja, genau. Ja. Und haben hier auch hinterlegte Messinstrumente, haben hier Validitätsprüfungen, wie stark die intern sein müssen, damit das funktioniert, damit wir hier qualifizierte Aussagen treffen können, mit diversen Signifikanzniveaus etc. pipapo. Also hier haben wir dann die Möglichkeit, komplette statistische Analysen drüber fahren zu lassen und zu identifizieren, gibt es signifikante Effekte, die uns eine Auskunft darüber geben, ob diese Systeme wirklich so funktionieren, wie wir es gern hätten. Und Hauptfokus dabei ist die Lebensqualität. So, jetzt kann ich ordentlich weiter. Jetzt kann ich gerne. Bitte schön, das Zepter zurück. Danke. Entschuldigung. So. Also das kommt nicht mehr hier. Das ist das, habe ich gesagt, wir haben uns halt wirklich bemüht, präsent zu sein in den Medien. Ja? Wir haben gerade von den anderen Testregionen, also Westaal, Zentral, Regional, haben wir die Rückmeldung bekommen, dass das was ist, was sie total beeindruckend finden. Ja? Wir haben auch einfach in Wirklichkeit keine andere Wahl, weil wir uns halt primär an dezentrale Haushalte in Wien wenden. Ja? Das heißt, wir können nicht durch die Stadt laufen und jeden ansprechen. Das heißt, wir mussten die einfach irgendwie organisiert ansprechen, plus natürlich die Kontaktbesucherinnen. Die anderen Testregionen haben teilweise so Wohnheime dabei oder Wohnbauträger. Das heißt, die haben einen leichteren Zugriff sozusagen auf die Personen gehabt. Und aber auch sonst geht es ja einfach darum, das Thema einfach, also Assistenzsystem, aber auch das Thema Altern einfach mal ein bisschen zu bespielen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, es muss ja dann auch irgendwo von der Politik aufgegriffen werden und das passiert immer dann, wenn besonders viel Nachfrage entsteht. Wir haben zum Beispiel bei dem Forum, das wir im Oktober gemacht haben, ein Smart City Forum mit dem Titel Aktives Altern findet statt, also statt im Sinne von DT, haben wir gerechnet mit 60 Leuten und sind überrannt worden von über 90. Ja, davon waren über 60 Seniorinnen, die sich halt bei uns gemeldet haben, gesagt haben, das ist ein total tolles Thema. Und wir haben dann sozusagen aus der Not heraus diese Veranstaltung geplant, weil wir einfach gesehen haben, es gibt eine ungeheure Nachfrage. Die anderen waren Fachöffentlichkeit, teils aus der Stadt, teils aus den stadtnahen Unternehmen. Und also die Stadt, die Verwaltung hat jetzt sozusagen auch mal was mitgenommen. Ja? Was gibt es da für Bedürfnisse? Und da wird jetzt halt versucht, einen Weg zu finden. Es gibt ja ganz viele Initiativen, die Digital City zum Beispiel, noch viel mehr darüber die digitale Agenda. Ja? Also es passiert ja ganz viel und es muss halt entsprechend für alle Zielgruppen aufbereitet werden. Das ist der tolle Flyer. Habe ich vorhin schon erzählt, in alle Apotheken in Wien, also mit Kammerinfo. Das heißt, die Apothekerkammer hat einen Brief an jede Apotheke geschickt mit einem Folder da drin und hat gesagt, wir unterstützen dieses Projekt, bitte verteilt diese Flyer. Jetzt, wir haben das so stichprobenartig, jeder halt, wo er wohnt, in seinem Grätzl. Bei mir in der Apotheke haben sie es zum Beispiel hinterm Tisch gehabt und haben es wirklich den Leuten, von denen sie glauben, dass es für die richtig war, haben die es überreicht, ja. Das war vielleicht der Bonus, dass die mich kennen und dass ich da drauf bin, ich weiß es nicht. In anderen Apotheken lagen sie zumindest aus. Ja. Wir haben leider überhaupt gar keine Rückmeldung, inwieweit so Testpersonen gewonnen worden sind. Also es hat, die sagen dann, ja, ich rufe an wegen der BZ oder ich rufe an wegen des Bezirksblatt oder zwar in der Krone oder ich habe es im Radio gehört. Es hat sich eigentlich niemand auf die Apotheke bezogen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht stattfand. Ich war relativ überrascht, weil ich gedacht hätte, dass das ein kluger Schachzug war vielleicht nicht so. Genau. Bitte? Fragen Sie einen Arzt oder eine Apotheke? Ja, genau. Ah, bei meiner Hausärztin habe ich es auch ausgelegt. Also mein Sohn kam heute zurück, Mama, ich habe dich in der Arztpraxis gesehen, da stehen die Folder. Und ich so, ja genau, das ist gut. Also Sie haben, glaube ich, vorher mal ein schwarzes Brett angesprochen, in irgendwelchen Supermärkten oder so. Ja, genau. Die Folder in einer Apotheke sind meist oder fast immer, glaube ich, nicht der Grund, warum man die Apotheke geht. Man geht Medikamente kaufen, man geht Sachen kaufen, die es nur in der Apotheke gibt. Ja. Und Folder schauen kommt nicht vor.
Daher wird es wahrscheinlich das Feedback aus der Apotheke nicht so groß gewesen sein. Also ich finde, die Apotheke ist echt immer total voll. Ja? Also ich meine, da stehen immer so viele. Die Folder schauen, ich nicht. Naja klar, wenn ich in der Apotheke stehe und 10 Minuten warten muss, dann schaue ich um mich herum. Ja? Dann gucke ich, was liegen da für Magazine. Und wenn da der Folder liegt, dann schaue ich den an. Da Schlange, da bin ich ja drauf, dass der Schlange. Nö, bei uns ist das so, dass die halt alle da stehen und der zum nächsten, dann geht halt der nicht. Also, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich bin... Bei uns musst du ja auch schon wissen, ins Becker bist weg. Ja, ich gehe ja nicht raus, ich bleibe da stehen. Ich bleibe da stehen, ich gehe ja nicht raus. Es ist ja wie gesagt, sie reden hier rum und wie sie mehr rumrennen. Na, die sind ja nicht so groß. Ich meine, ich drehe mich halt um und schaue, was es so gibt. Dann schaue ich, vielleicht gibt es einen neuen Tee oder dann hole ich für meine Kinder hole ich dieses Poster und dieses Mini, kleine Ahnung, Tierheftchen, was da liegt und so. Oder schaue, ob es Apotheken, wie heißt das, deine Apotheke, das DA-Heftchen oder so. Also vielleicht bin ich da auch anders. Ich bin ja immer ganz neugierig und gucke überall rum. Ich will ja immer alles mitkriegen. Genau, jedenfalls haben wir diesen Folder, den habe ich Ihnen verteilt. Da ist der Kontakt vom Georg drin, das ist die für die Besichtigung der Musterwohnung. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch Infocafés in der Musterwohnung und in dem Kontext, das hat ja jeder, wenn nicht selber Zielgruppe, wobei schon einige es wären, hat ja auch eine Mutter, einen Vater, Tanten, Cousins, Cousinen, also empfehlen Sie uns weiter. Freunde, genau, Schwestern. Ja, wir sind sozusagen in den letzten Regionen. Wir haben jetzt, also heute war die erste Auftaktveranstaltung, das läuft jetzt parallel. Also heute hatten wir die erste Auftaktveranstaltung, wo es wirklich darum geht, machst du jetzt mit oder nicht. Ja, wenn du mitmachen willst, musst du unterschreiben. Genau. Und parallel laufen noch die Infocafés, wo halt Leute informiert werden und wenn die sagen, sie wollen mitmachen, müssen sie dort ein Datenblatt ausfüllen und dann werden sie von uns wiederum gleich gefragt, jetzt in dem Status. Wenn Sie wirklich mitmachen wollen, bitte kommen Sie zu den Auftaktveranstaltungen, dann machen wir direkt, geben wir die Termine weiter. Da wir die Infocafés ja schon seit Oktober machen, oder September sogar, haben wir das vorher anders gemacht. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine lange Liste von Interessentinnen. Sie können den Arm runternehmen, ich habe es gesehen. Eine lange Liste. Wir haben also in den letzten 2 Tagen haben wir 85 Schneckenpostbriefe und glaube ich 90 E-Mails versandt an Leute, die gesagt haben, sie wollen wirklich dann bei der Testreihe mitmachen. Und die melden sich jetzt alle für die Auftaktveranstaltung an. Und dann geht's los. Mit März startet die Evaluierung. Habe ich was vergessen? Gut. Und dann ist jetzt eine Kampagne weiterhin, ist wohl vorerst überhaupt nicht sinnvoll, weil jetzt haben sie ja nichts mehr anzubieten, läuft dann der Test und dann, wenn es live geht, dann gehen Sie wahrscheinlich doch mal raus. Dann. Naja, jetzt ist es so, muss man sagen. Ja? Also wir haben jetzt ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, na, ich kann doch nicht mitmachen, ich muss ins Krankenhaus oder ich fahre auf Reha. Dann gehen wir davon aus, dass ein paar Leute wahrscheinlich auch aussteigen. Das heißt, wir müssen ja sozusagen auch nachbesetzen. Ja? Und wir müssen auch einfach einen gewissen Puffer haben. Ja? Also sonst schießen wir uns ins eigene Knie, sozusagen, mal salopp gesprochen. Das heißt, wir rekrutieren noch bis, also diesen Monat noch, ja? Um einfach auch einen Puffer zu haben. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig, obwohl ja immer Leute sagen, ich will aber unbedingt in die Gruppe oder in die, das gibt es nicht. Ja, das ist wirklich wissenschaftlich und das ist eine randomisierte Auswahl. Das ist sozusagen der Zufallsgenerator. Finde ich immer so schön. Da haben wir viel Ärger gehabt. Ja? Da haben wir wirklich viel Ärger gehabt, weil Leute auch dezidiert zum Beispiel gesagt haben, ich will aber die Technik nicht. Ja? Also so wie Ihre Schwester zum Beispiel. Ja? Aber ich finde das Forschungsprojekt total interessant. Kann ich trotzdem irgendwie nützlich sein, ja? Jetzt können wir natürlich nicht sagen, na gut, dann kommst du in die Kontrollgruppe. Ja? Das wäre wissenschaftlich nicht hieb- und stichfest. Aber das hatten wir tatsächlich auch. Ja? Das heißt, es ist also wirklich eine Verteilung, die zufällig erfolgt. Genau, und jetzt wollte ich noch die Frage hören. Sprich, ja, sehr gerne. Für mich stellt sich jetzt die Frage, Sie haben einen neuen Launcher-Artikel. Georg Schwan. Der sozusagen da jetzt sehr maßgeblich für diese Abwicklung erforderlich ist. Was heute immer wieder der große Fehler ist, man entwickelt Apps und Produkte und Homepages und die sind letztendlich nicht screenreader-tauglich für sehbehinderte und blinde Menschen. Und jetzt ist meine Frage, wie weit hat man das bei Ihnen bedacht, weil es ja dann wahrscheinlich ausgerollt werden soll und diese Software sollte ja dann auch später nutzbar sein für Talkback, was bei Android dieser Screenreader der interne ist, mit den entsprechenden Sprachausgaben Google bietet, also die man sich dazu kaufen kann. Aber man muss eine App so basteln,
dass sie dann auch tatsächlich für Talkback nutzbar ist. Ist daran gedacht oder hat man sich das überlegt? Weil viele Apps, die jetzt am Markt kommen oder die es gibt, die neu entwickelt werden, sind für uns vollkommen unbrauchbar. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube nicht, dass unsere Kollegen bei der Entwicklung daran gedacht haben. Aber wir nehmen das auf, werden rückfragen und wir werden schauen, dass wir das hinkriegen. Wenn Sie Fragen haben, bin kein Programmierer, ich bin ein Praxisanwender. Und da gibt es also gewisse Dinge, wenn die Programmierer das wissen, wie man das macht, da kann man natürlich was dazu sagen, auf das oder das musst du aufpassen. Ja. Da habe ich schon gewisse Erfahrung. Und es gibt eine sehr gute App, die mit meinen Kollegen, die wir gemacht haben, mit der Apothekerkammer. Also die Apotheken-App ist zumindest dort, wo es um die Apotheke geht, aussuchen, anrufen und so weiter, ist tauglich für Talkback, für die Nutzung auf Android- und iPhone-Geräten, ist entwickelt worden mit der Apothekerkammer und der Firma, die das macht, in Oberösterreich. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Sache. Und es gibt andere gute Beispiele auch. Es gibt auch gerade Navigationsbereich, Mobilitäts-Apps und so weiter, die keine guten Beispiele sind. Also, das wird vielleicht ein Kontaktleiter oder nicht sein. Ja, also es ist bestimmt so, dass wir nicht an alles gedacht haben und auch einfach im Rahmen des Forschungsprojektes einfach nicht alles umsetzen können. Ja? Ich meine, ein ganz großer Kritikpunkt, den wir neben Ihrem wirklich sehr berechtigten auch bekommen haben, ist die Mehrsprachigkeit. Ja? Ich meine, Wien ist einfach eine Stadt, in der wahnsinnig viele Sprachen gesprochen werden. Und also gerade die Sprachen aus den östlichen Nachbarländern, ja, hätten zumindest dabei sein müssen. Es scheitert im Rahmen eines Forschungsprojektes immer am Budget, kann ich Ihnen sagen. Also, das ist ganz klar. Wir hätten damit Exportmöglichkeiten vielleicht auch. Nein, wir hätten damit überhaupt mal die Möglichkeit, alle in Wien zu erreichen. Ja, was ja schon mal. Darüber hinaus. Na klar. Genau, das heißt sowas und genauso auch der Punkt mit der Sehbehindert. Barrierefreie Nutzung. Genau, mit der barrierefreien Nutzung, mit der Sehbehindertkeit, ja. mit den Sprachbarrieren und so, ist natürlich was in die Geschäftsmodelle einfließen sollte, ja, die sich innerhalb des Forschungsprojekts natürlich entwickeln sollen. Also wir haben ja auch, ich hoffe, da habe ich noch eine Folie zu. Ah ja. Also es ist ja auch so, wir haben schon auch den Auftrag im Forschungsprojekt Geschäftsmodelle und Nachnutzungskonzepte zu entwickeln und genau solche Sachen müssen da halt einfach mit bedacht werden, wenn das halt ein massentaugliches Produkt werden soll. Bei den Leuten, die eher auf der technischen Seite sind, wenn Sie die Forderungen und Wünsche oder sowas mit berücksichtigen wollen, es hat sich gezeigt in der Softwareentwicklung seit eh und je, wenn man solche Anforderungen, die jetzt genannt sind, Vielsprachigkeit für Sehbehinderte oder schon Blinde, Tauge etc., wenn man die nicht von Anfang an berücksichtigt, später kriegen sie nie hinein. Und sie müssen jetzt schon in der Evaluierungsphase und in dem Testprojekt, müssen sie da schon Entwicklung betreiben, damit die Leute etwas testen können. Und wenn sie es da schon nicht drin haben, wird es nicht werden. Oder es wird ein Fusch zum Schluss. Nein, es ist ja die Frage, ob es in dem Testlauf was wirkt oder ob es später in einer Anwendung was wirkt. Ja. Sie werden keine zweite Entwicklung für das selbe Projekt starten können. Ja, man kann es im Beispiel von Anfang an berücksichtigen und ausbauen oder nicht machen. Das wird sein bei den Projekt. Das ist die große Kollegen. Ja, das ist die Erfahrung. Da gibt es einfach derzeit die klare Linie. Es wird jetzt weiterentwickelt, so wie es ist. Ja. Das heißt, es wird jetzt dann im Erstprodukt nicht möglich sein, dass wir es drinnen haben, aber das heißt nicht, dass es nicht angegangen wird, weil es wird eine Weiterentwicklung vom Produkt geben und so wie es jetzt ausschaut, werden wir Android auch nicht mehr lange haben und dann brauchen wir sowieso komplett einen neuen Source Code und müssen das neu aufsetzen und das ist genau der Punkt, wo wir es dann drinnen haben. Von vorne anfangen müssen? Müssen wir sowieso, ja. In der Konzeption muss es. Ja, genau, ja. Aber ja. Wenn Sie nur iPhone nehmen und nicht Android, wird es ein Problem sein, ja. Also ich glaube, da muss man schon schauen, wie sich die technische Entwicklung, wie die weitergeht. Ja, ganz richtig. Und welche Produkte dann in Frage kommen. Aber ich kann nur das bestätigen, dass wenn in einer App das nicht drinnen ist, dass das sehr viel Mühe braucht,
und sehr viel Kosten erfordert, das dann hineinzubringen, weil der muss die ganze App sich von vorn bis hinten anschauen, was da fehlt und was da vielleicht nicht geht. Ganz richtig, und darum gibt es dann eine Neuentwicklung. Bin gespannt. Genau, das ist auch finanzielle Aufwand. Das ist billiger, als es nachher reinzuschummeln. Ja. Und damit rentiert es sich. Es ist ja die Technologie auch nur ein Teil des Ganzen, weil es ist ein Element, weil ich glaube, das meiste ist ja eher dieses Zusammenspiel von verschiedenen Dienstleistern. Mhm. Okay, ich bin von einer Produktentwicklung ausgegangen, nicht von der Bauprodukt-Entwicklung. Nein, das ist ein Forschungsprojekt, da haben wir am Ende noch kein Produkt. Ja. Also dürfen eigentlich noch gar kein Produkt. Nein, ist verboten. Wir dürfen kein marktfähiges Produkt haben. Aber das sind halt die Rahmen. Ja. Es ist schade, dass das bei den Dingen noch immer nicht berücksichtigt wird. Das ist schon ein Problem seit vielen, vielen Jahren. Ja. Hat sich aber im letzten Horizon 2020 stark gewandelt, weil auch diese Förderprogramme mittlerweile sehr viel Wert darauf legen, dass was rauskommt, was hinterher produktfähig ist. Früher war es nur Forschung und was rauskommt, war zwar schön, aber ob es dann wirklich angewandt werden kann, war eher so nebulos. Jetzt für den Horizon 2020 also sehr stark Wert darauf gelegt, auf die Anwendbarkeit, auf die Umsetzbarkeit in die Praxis. Da hat die EU auch ein bisschen was gelernt, oder überhaupt alle, die mit Förderungen zu tun haben, ob das ist vom FFG bis EU. Ja. Und die nächste Folie ist dann weil es jetzt auch ein Forschungsprojekt, das sind wir auch bei den wissenschaftlichen, also sind wir bei den Konferenzen dabei. Das ist eine kleine Auswahl. Wir waren beim eHealth Summit 2017, das ist geplant auch für 2018 teilzunehmen. Wir waren bei der Konferenz Plattform Gesundheitskompetenz, das sind immer so schöne Abkürzungen wie OÖGKK und GÖG und FGÖ und so. Das ist und wir waren beim Pflegekongress. Haben das Projekt präsentiert und das ist beim AL-Forum, das ist eben genau das EU-Programm, was der Fischer gerade angesprochen hat. Zwar, da gibt es jedes Jahr ein AL-Forum, das immer in einem anderen europäischen Land stattfindet. Das war letztes Jahr in Portugal und da waren also der Georg war auch dabei, andere Partner noch und das hat auch das Projekt präsentiert worden. Genau. Und das war's, das sind die Kontaktdaten. Da unten sind alle Partner und ich weiß nicht, ob das Usus ist, dass Sie die Folien hinterher als PDF zur Verfügung stellen. Ich habe keine Einwände. Wenn Sie Fragen haben, da steht der Kontakt drauf. Sie haben den Folder, da steht auch der Georg drauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Fragen. Wenn Sie noch weitere haben, nur zu. Wir haben uns bemüht. Ich hatte eine Frage zwischendurch gestellt, oder? Ah ja, mit der Systemarchitektur. Die technische Frage der Einbindung von schon existierenden Diensten, die hier ihre Konkurrenz darstellen, dann letztlich. SMS, Videochat, was war noch was? Facebook, all diese Dinge in der Kommunikation. Andere Sachen sind Fertigprodukte. Aber in der Welt gibt es keine Fertigprodukte, die man einbinden kann, weil ich wüsste nicht, wie Facebook sowas erlauben würde. Wie machen Sie es daher wirklich? Wie binden Sie sowas ein? Mit einem Button, der das einfach verlinkt. Nein, nicht von der Bedienoberfläche. Es sind unterschiedliche Systeme. Die dürfen sich auch nicht vermischen. Ich will keine Daten an Facebook geben. Na eben, wie erzeugen Sie einen Chat? Der ist gecodet. Bitte? Der ist gecodet, der ist in der App drinnen. Genau. Das ist ein ganz normales Programm. Ja. Na, Open Source Programme werden da genutzt. Ja. Ja. Das ist einfach ein lizenzrechtliches Problem sonst und da verwenden. Okay, ja. Also es geht zum Beispiel auch darum, wir haben am Anfang bei den Infocafés haben die gesagt, ja, aber ich chatte zum Beispiel mit WhatsApp, ja, muss ich jetzt auf das umsteigen? Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Ja. Wir wollen den Leuten nicht zusätzlich etwas aufzwingen. Ja. Sie sollen bitte das weiter benutzen, was sie benutzen. Aber es sind so viele, die noch gar nichts benutzen. Ja. Und für die ist einfach diese One-Stop, also Single-Sign-On-Oberfläche einfach so viel einfacher zu bedienen. Ja. Es ist aber auch immer die Frage aufgekommen, naja, können denn andere Angebote mit eingeschlossen werden? Das ist das, was dann so schön unter Sonstiges läuft, vermute ich mal. Ja. Da ist die APO-App natürlich drin. Ja. Und viele andere Sachen, die halt einfach nachgefragt worden sind von den Seniorinnen, die sich halt in Infocafés dazu geäußert haben.
Ich finde es auch gut, wenn Sie diese Basisdienste, die es jetzt schon überall gibt, nicht über die Firmen abwickeln, die die Daten so begierig sammeln, sondern sie selbst haben auf Servern, wo sie geschützt sind. Ja. Das finde ich gut. Danke. Dafür muss ich aber einen Verschluss in Kauf nehmen, dass ich nicht jede App, die gerade heute am Google Shop aufgetaucht ist, benutzen kann. Da habe ich zwei Stände für den Stäbchen. Genau. Genau. Es haben, in Wirklichkeit haben ja auch viele ein Smartphone. Ja? Wir haben zum Beispiel, es gibt ja diese, also von mir heißgeliebte App, Sag's Wien. Ja? Ich bin passionierte Fahrradfahrerin, ja? Und ich kann jetzt endlich jedes Schlagloch im Fahrradweg melden. Ja? Ich halte an, ich mache ein Foto, ich schicke es hin. Und was soll ich sagen? Ich habe schon erlebt, am nächsten Tag war es zu. Ja? Ich meine, das ist super. Und, ja, das war echt. Das schon repariert. Am nächsten Tag war es zu asphaltiert. Ja. Ja? Ja, fantastisch. Das Sag's Wien, das ist Magic. Ja, das ist toll. Das ist wie eine Fee. Das ist eine Reparatur drum, ne? Oder wir hatten einen leckenden Hydranten um die Ecke und meine Kinder haben gesagt, Mama, das ist so eine Wasserverschwendung. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt ein Foto, ja, wir machen, und dann haben wir es da hingeschickt und dann kamen die zwei Tage später, du ist es repariert, habe ich gesagt, schau, Sag's Wien, ja. Und ich meine, das geht natürlich an diesem Tablet schlecht, weil ich da halt dann die Koordinaten nicht habe. Ja. Das heißt, insofern haben wir da auch wieder Beschränkungen. Ja. Aber es gibt tolle Sachen, die man trotzdem weiterempfehlen kann, wenn die Leute halt zum Beispiel eh ein privates Smartphone haben. Ja. Sie hatten noch eine Frage. Ja, Sag's Wien ist nur sehr bedingt für blinde Menschen nutzbar. Du kannst eine Textnachricht kannst du absetzen und du kannst sonst eigentlich nicht viel machen. Wenn da jemand ein Foto macht, kannst du als Blinder gar nicht einbinden, weil das nicht, ja, nicht nutzbar ist. Und das sind so Dinge, auf die man einfach nicht Rücksicht nimmt. Und das ist schade, ist dort auch gemeldet, schon vor Monaten, also eigentlich wie es rausgekommen ist, und es bis jetzt nicht geht. Soll ich es nochmal ansprechen? Wäre gut. Das ist ein Dimmelfeld eigentlich. Also ich nutze sie auch, ja, vor allem für Ampelmeldungen, wo Blindampeln kaputt sind und so, weil dann ist wenigstens die Koordinate dabei. Ja. Ja, genau. Aber viele andere Dinge auch, aber du kannst einfach nur eben sagen, das und das ist und du kannst nichts dazugeben. Wenn der Seher der Foto macht, oder ich mache selbst sogar auch selber Fotos und irgendwer sucht mir die dann raus, ich kann es nicht dazugeben. Wenn der das Handy nicht bedienen kann, haben wir keine Chance. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das Handling von Fotos für sehbehinderte und blinde Personen setzt über die Hilfe einer anderen Person heraus, die hilft. Die hilft. Und wird es nicht geben. Nein, das Foto aussuchen ja, aber wenn der das Handy dann nicht bedienen kann, um das Foto sozusagen dorthin zu buxieren, ja, wo es hinkehrt, kann es auch nicht. Ja. Weil wenn man sagt, das Foto hast 327, dann kann am PC kann ich was auswählen. Ja? Brauche ich dann nicht mehr. Ja. Ich hätte zwei kurze Fragen, also eine Frage, die kurz ist, eigentlich glaube ich, vielleicht länger. Wo steht Österreich da so im internationalen Vergleich? Sie haben vorher die USA angesprochen, wo das jetzt schon über 10 Jahre in Entwicklung ist oder schon in Praxis ist. Im Forschungsbereich oder im Produktbereich? Ich weiß nicht, ob es im Produktbereich auch schon laufende Systeme gibt. Ja, es gibt ein paar Systeme, die gut verkauft werden. Da sind wir aber in Österreich eher hinten nach. Ja. Aber was die Forschung beanlangt, beispielsweise beim AAL-Forum in Coimbra, von 4 Preisen haben 3 Preise österreichische Projekte gemacht. Also im Forschungsfeld sind wir oben. Ja. Und wer ist, also ist es eher so, ich denke jetzt an die Niederlande zum Beispiel, oder? Japan wahrscheinlich, weil es Skandinavien, oder? Die Schweden haben viel gemacht, aber mehr auf Konzeptebene, mit breiter Ausrollung und haben dort weniger den Fokus auf die Technologie gelegt, als auf die Intervention selbst. Mhm. Ja, die haben einfach versucht, mit Technologie und Intervention zu unterstützen, aber nicht so sehr neue Sachen entwickeln. Mhm. Die Niederländer versuchen sehr stark Richtung, da gibt es zum Beispiel das Memoride, versuchen sehr stark in die Aktivierung von Senioren zu gehen und versuchen bei allem ein Fahrrad unterzubringen, sozusagen. Ja. Ah, das ist super. Das ist mein nächstes Projekt. Also die versuchen mehr die Dynamik, die Mobilität von den Leuten anzusprechen, weil das für sie halt sehr wichtig ist. Und man merkt einfach bei diesen AAL-Projekten sehr stark nationale Unterschiede. Und bei den Spaniern ist es meistens so, dass sie eher was haben wollen, was ruhig da liegt. Was ihnen keinen Stress macht. Die wichtigste Funktion beim, bei einem Projekt haben wir mit
die Daten mit Spanien verglichen und dann war die wichtigste Funktion, es auf morgen zu verschieben. Wenn das nicht gegangen ist, waren die total unentspannt. Ja, wir haben es eben mit denen getestet und da war das wirklich das Haupt-User-Feedback von fast 70 Personen. Ja, manjana. Das nervt das Zeug, oder? Also das war für sie einfach anstrengend, wenn die jetzt einen Termin haben und den müssen sie auch tatsächlich so einhalten. Das wollen sie manchmal einfach nicht. Das geht mir aber auch so. Das, ja, eben. Aber, ja, dort, das ist, man merkt wirklich so kulturelle Unterschiede. Der ja. ist nicht so groß. Und bei den Engländern zum Beispiel, die haben sehr stark auf diese Überwachung im eigenen Raum einen Wert gelegt. Das, die haben wie diese ganzen Wohnraumüberwachungssysteme mit Kameran und Sturzdetektion und das Ganze, da waren die ganz vorne mit dabei und wollten immer mitmachen. Natürlich haben sie ja an Überwachungsaus eigentlich gewöhnt. Ja, bei denen ist das in Ordnung. Ja, das ist einfach ein anderes Denken. Und das ist ganz spannend, wenn wir versuchen, europäische Produkte zu entwickeln. Und da haben wir jetzt den großen Vorteil als Johanniter, dass wir in Deutschland wirklich groß aufgestellt sind und haben hier dann auch die Marktdurchsetzungskraft. Wenn wir hier in Österreich ein kleines Produkt entwickeln, dann können wir es mit denen zu einer Stückzahl bringen, wo wir auf einen vernünftigen Preis runterkommen. Und das ist das, wo wir dann im internationalen Bereich gut zusammenarbeiten. Dann können wir dieses Produkt mit einem besseren Preis nach England verkaufen, in die Niederlande verkaufen, wo wir unsere Schwester- und Brüderorganisationen haben. Und dann haben wir eine europäische Durchsetzung. Sehr weit gedacht. Ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen, dieser Aktivitätsmotivator, ja, den kann man, der ist freiwillig. Also es gibt Leute, die von vornherein gesagt haben, das ist ja super, das brauche ich. Ja, ich habe den inneren Schweinehund, den kriege ich sonst nicht hoch. Ja, genau. Aber es ist ja gut, wenn man sich das eingesteht und sagt, ich mag diesen Aktivitätsmotivator haben, super, aber der ist ausschaltbar, ja, der ist sozusagen optional, freiwillig. Und was noch ist, dieser Routenplaner zum Beispiel, da kann man die eigenen Vorlieben einprogrammieren. Also man kann sagen, ich will keine U-Bahn, ich will maximal Wege von 10 Minuten zu Fuß oder. Also es geht schon darum, sozusagen wirklich also einen seniorenfreundlichen Routenplaner zu haben, der sagt, ich brauche eine öffentliche Toilette zum Beispiel. Ja. Es gibt leider kein Parkbankkataster in Wien, ja, sodass man nicht sagen kann, es gibt kein, also da ist immer eine Bank dabei, da kann man sich höchstens mit den Parks behelfen, ja, und hoffen, dass dann da. Ja, genau, dafür sind die öffentlichen Toiletten drin. Ja. Aber das sind, also solche Sachen stecken da auch dahinter. Ja. Noch eine Frage von Ihnen? Ja, welcher Routenplaner ist das ein Sprinter oder eine Eigenentwicklung? Definitiv keine Eigenentwicklung. Ich müsste jetzt nachfragen, welcher das ist. Ich weiß es leider nicht. Der läuft doch auf den OGD-Daten. Ja. Und ist das Kando vielleicht? Kando Wien? Weil die haben ABCs drin. Das kann sein. Ich weiß es auch nicht genau. Wissen Sie nicht? Also ich weiß nur, dass der auf den Open Source, also auf diesen Open Government Daten. Ja, das ist Bionale. Genau. Die Daten hat jetzt zum Teil auch Google, nur nicht die Echtzeitdaten. Also das ist Bionale auf dem. Nur das ist genau dieses Problem, dass jetzt die Wiener Linien von Quando weggehen und Winmobil forcieren wollen. Ja. Und Winmobil ist unbrauchbar. Finde ich auch. Ja? Und das sind die Dinge, da wird was entschieden, irgendwo von der Politik. Und man hat Stunden unentgeltlich in diese Barrierefreiheit von Kando investiert. Da werden sogar die Entfernungen und die Richtungen angesagt beim Monitor für blinde Menschen. Auch ganz interessant und vielleicht wichtig. Ja. Bei Wimmobil keine Rede davon, was da jetzt, wie das wirklich gemacht wird und was sie da wollen. Und das ist so schade, wenn man gewisse Module entwickelt hat, die sich bewährt haben, die Leute kennen. Auch für andere Städte in Österreich, weil man wollte diese ausdehnen auf ganz Österreich, für Graz, Gipfelschule, Innsbruck und so weiter. Und dann fällt die wichtigste Stadt wieder weg. Na, Routenplaner in verschiedenen Städten ist eher ein Problem. Weil entweder kann einer alle Städte und dann meist nicht so gut, oder sie haben jedes Mal anders Gipfelfest. Ja. Ja, die hat sozusagen das normale. Das Layout ist gleich, nur die Daten sind im anderen. Also da hat halt die Daten dann von Innsbruck drinnen. Aber das Layout und die Bedienung ist die gleiche. Eine noch, ich würde dann gerne mal. Nach Hause kannst du schreiben. Und dann schauen wir in den privaten Teil über, und dann gehen wir dann
noch länger ausgehen. Danke. Ich habe daran gedacht, die Anbindung an Privatpersonen zu machen, dass mir jetzt zum Beispiel die Verwandten, was weiß ich, so Doktor oder so, bei Alerts anbindet. Ich frage aus dem Grund, dass, ist eine Organisation im Entstehen oder fängt jetzt auch an mit Tests, die heißt Zeitpolster, wo die anfangen, eben so Zeit, wie sagt man, man erarbeitet sich ein Zeitguthaben, aber es sind keine qualifizierten Dienstleistungen, sondern das ist Einkaufen gehen, das ist Spazieren gehen, Schachspielen miteinander. Zeitbankmodelle. Ja. Also ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt in Österreich. Oder Zeitbank 50 plus Zeitbank, heißt das. Ja, Ach so. Okay. Ich habe mich nicht weiter informiert, ich muss nur, also auch. Aber das ist natürlich auch zum Beispiel genau der Ansatz, den man über Frag nebenan machen kann. Ja, man kann ja sozusagen Angebote annehmen. Ja. Man kann aber auch selber Angebote stellen. Ja. Genau, stellen. Man kann sagen, ich habe einen Hund und ich muss eh raus, wer kommt mit? Ja. Zusammen ist es lustiger, oder? Das geht über die Kommunikation. Das geht über, das oder geht Nachbarschaft. Über das Nachbarschaftsnetz, da kann ich das machen. Das ist, wie gesagt, dieser 750 Meter Radius. Das heißt, es ist wirklich, ja, das heißt, wenn ich das über mein Frag nebenan Profil sozusagen poste, dann kommt das nicht in Floridsdorf an, sondern wirklich im 8. Bezirk. Ja? Das heißt, also es gehen so Sachen wie, ich liege krank im Bett, kann mir jemand was vom Biller mitbringen? Ja? Also, und das gibt's schon, ja? Ich lese das ständig. Man kann ja diese Nachrichten kriegen, was da läuft in dieser Nachbarschaft. Ja? Und das funktioniert. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute da wirklich immer sofort an sich wo melden. Ja? Das ist Frag nebenan. Bei Frag nebenan. Das ist eine Anwendung, die gibt es schon seit einiger Zeit. Begonnen hat es mal mit Austauschen von Handwerkergeräten. Genau. Man kann bei Frag nebenan. Im Profil von Frag nebenan kann man angeben, was man machen möchte. Aber man kann zum Beispiel Pakete annehmen oder Nachhilfe geben, Hunde ausführen, einkaufen gehen, babysitten, was auch immer. Ja? Dann kann man noch Interessengebiete angeben und es gibt zum Beispiel auf Frag nebenan auch eine 60-Plus-Dating-Börse, ja, habe ich gehört, also gibt es eine Gruppe. Die Gruppen sind teilweise stadtweit, und aber so diese kleine Nachbarschaft hat halt diesen engen Radius, und ich habe zum Beispiel, ich habe mal einen Liegestuhl gebraucht, ja, den habe ich innerhalb von Minuten habe ich da eine Antwort bekommen. Ja. Ich habe neulich ein Blutdruckmessgerät ausborgen wollen, konnte ich am nächsten Tag abholen. Ja. Also ich habe, das funktioniert, ja. Und ich glaube, dass wenn man da reinstellt, ich gehe ungern allein spazieren, habe einen Hund, gehe aber regelmäßig, wer mag mitgehen, ja, da können sich die schönsten Geschichten daraus entwickeln, ja, dass man sich ablöst, wenn einer krank ist, oder dass man einfach gemeinsam in größeren Gruppen geht, daraus könnte sich theoretisch ein Kochtreff entwickeln, weil die Leute ja viel lieber essen, wenn man nicht alleine ist, ja, was ja auch gesünder ist, ja, dann hat es wieder diesen Lebensqualitätssteigerungseffekt. Bitte? Ja, ich meine, ich esse manchmal... Ist, also wenn man das will, ist ja gut, aber wenn man das nicht will und damit unglücklich ist, dann gibt es halt einfach Wege, das zu ändern, ohne dass man sich mit dem Schild auf die Straße stellt. Ja? Also. Und bei der Sturzdetektion zum Beispiel kann man mehrere Telefonnummern einstellen, die alarmiert werden, das heißt, es geht nicht nur an die Leitstelle. Ja. Eben weil es Fälle gibt, wo man nicht unbedingt jetzt gleich eine medizinische Betreuung braucht, sondern halt... Also bei der Uhr ist zum Beispiel zurzeit meine Nummer angegeben, ja, das heißt, zurzeit klingelt die immer am Vormittag und am Nachmittag, und dann kommt, hier ist die Leitstelle, Sie sind als Kontakt angegeben, diesen Notruf zu bearbeiten. Wenn Sie das tun, drücken Sie die 2, ja? Und dann drücke ich die 2 und dann, danke, der Notruf wurde von Ihnen übernommen, und dann ist das Gespräch automatisch beendet, und auf der Uhr kommt dann, Julia Sauskojus hat diesen Notruf übernommen. Ja? Und dann muss der, mit der Uhr muss noch das Häkchen, also das, wie heißt das Hackerl hier klicken, ja? Und dass er halt weiß, dass ich mich kümmere, in dem Fall. Und da kann man halt dann jede x-beliebige Nummer von, es muss ja, also kann ja irgendeine Vertrauensperson sein, ja? Es ist ja nicht immer der familiäre Kontext gegeben. Ja. Genau. Gut. Danke fürs Kommen. Ja. Danke. Speziell auch danke den Vortragern, die so lange da ausgehalten haben. Ja, gerne. Jetzt ist es lieber privat weiter.